Ist die Jungs schon verkabelt? Ja, moin zusammen. Oh, herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Es ist fast genau 13.20 Uhr wie geplant. Ja, wir müssen die Leute so nah wie möglich an die Mikros ran. Die Nebengeräuschkulisse ist größer geworden. Das Mittagessen liegt in den Bäuchen. Die Würfel werden wieder in die Hände genommen. Ja. Und ungefähr so sieht's aus. Wir haben uns ein schönes Match ausgesucht für die Runde 3. Nämlich Herrn Grischa. Herrn, ich fahre nach Amsterdam und mach's die alle rund. Genau. Grischa. Gegen den guten Manuel von Team Games Island. Beirades ist sein Nickname, der gewinnt da im Süden, hier im Süden, auch das ein oder andere Turnierchen. Da sind wir extrem gespannt, der bringt seine Dark Angels. Und da auch, auch mal ein bisschen Pfiff, sage ich mal, ne? Ja, definitiv. Genau, wir spielen Data Strike, Salvage, das alte Vital Intelligence. Drück zu Hause auf den Knopf und score Punkte für Marker, die du im Niemandsland hältst. Es ist Hold Two, Hold More Mission. Es ist meine persönliche Lieblingsmission. Ja, ich liebe sie auch, ehrlich gesagt. Du hast so viele Möglichkeiten, das Spiel für dich umzustellen, umzuschiften. Genau. Ich mag, dass es nicht um die Mitte geht. Ja, es ist ein sehr dezentrales Spiel. Aufgrund der Lage der Marker ist es immer möglich, dass das Spielgewicht sehr shiftet. Ja. Ne, das also, man ist nicht so statisch, man geht auf den Gegner zu, sondern häufig wird im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn das Spielfeld gedreht, ja. Gerne auch zweimal während des Spiels. Ja, tatsächlich. Das ist ja immer ganz witzig. Also es kann auch einfach mal vorkommen, dass man so, wenn ich jetzt auf der rechten Seite da die Marker sehe, die drei, dass ich dann quasi von oben rechts einmal komplett im Uhrzeigersinn laufe und am Ende auf den Marker ganz links stehen, ja. Auf die drei. Ja. Das kann auf jeden Fall passieren. Ja, Matchup-mäßig haben wir hier zwei absolute Gewaltlisten. Bevor wir da reingehen, muss ich aber eben nochmal was im Scoreboard korrigieren. Ich gucke nochmal in die Flasche, wie spät es ist. Ja, so. Also erstmal wieder herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Alle, die da sind, wir empfehlen dann immer, falls ihr es noch nicht gemacht habt, einfach mal auf den Abo-Button drücken, das ist wichtig. Wenn ihr unseren Post auf Instagram gesehen habt, dann natürlich auch gerne da liken. Das hilft uns einfach wahnsinnig, den Reach nochmal zu erhöhen. Wir sind hier live auf dem Firebug 2023 und da wollen wir doch mal eben kurz auf jeden Fall mal großartig Danke sagen. Also das wurde hier gerade auch, was wir uns auch definitiv für unseren nächsten Event abgucken werden, ist, dass die ganzen Shoutouts und Danke sagen und so, dass das während des Events passiert und nicht hinten dran, wo alle immer wegrennen. Alle schon zu Hause sind. Genau, das ist ganz gut. Deswegen wollen wir auf jeden Fall erstmal Danke sagen an die Sponsoren des Firebug-Turniers, an Mohawk Managers. Danke an uns selber, wir sind großartig. Ja. Dutch Tabletop Terrain, Battleground Tabletop. Auch cool. Army Box. Voll gut. Und wir persönlich bedanken uns natürlich auch bei unseren Sponsoren Battleground Tabletop, Taschengelddieb, Da Red Button. All die guten Jungs. Jawohl. All das gute Zeug. So, jetzt machen wir vielleicht mal einen ganz kleinen, kurzen Blick in die Licht. Nee. Ja. Und ihr sagt uns, wie der Sound ist, wie das Bild ist, wie hoch der Erotikgrad ist. Fangen wir mit Grischas Liste an? Schirix. Wir fangen mit Grischas Liste an. Ich durfte mir den Spaß ja schon mal geben. In Amsterdam habe ich ja gegen Grischa gespielt. Da hat er übelst performt. Er hat das Ding nämlich gewonnen. Ja. Und alles, was nicht nied- und nagelfest war, einfach aus dem Leben getreten. Er hatte da ja auch nicht so einen sonderlich leichten Win-Path, sondern eigentlich das Maximale, was man dann hätte bekommen kann. Ja, ja, da hat er also gegen nicht, weil ich Creme Europas gespielt. Nicht, also. weil ich mich da jetzt unbedingt mit reinzählen will, aber neben mir hat das dann irgendwie noch mit Manny Chima. Ja, und hier... Flojo. Ja, und Liam. Und Liam. Das war schon echt krass. Das war schon nicht ganz so einfach. Er hat seine Liste ein bisschen angepasst, falls ihr es gesehen habt, auf unserem Instagram-Kanal. Wir haben vorher ein bisschen
Interviews gemacht mit dem einen oder anderen Spieler, eigene Einschätzungen. Und da hat er schon davon gesprochen, dass er seine Liste ein Stück weit angepasst hat aufgrund des neuen Meters. Mhm. Dann erzähl doch mal, führ uns doch mal durch. Er hat auf jeden Fall erstmal die fetten Jungs rausgenommen. Mhm. Mehr Shit on the Table. Ja. Er hat dabei einmal, ich guck mal dahin, weil das größer ist. Er hat einen Fate-Skimmer dabei, die Eternal, Infernal Rapturous. Ja, aber das ist größer und schärfer. Und er hat dann noch einen Tormentbringer und Hellflayer dabei, einen Transweaver, das heißt also wirklich relativ solide aufgestellt, was die HQ-Sektion angeht. Bisschen Zauberei. Das wird auch immer wieder gerne benutzt, um vor und zurück zu laufen, sag ich mal, und immer mal wieder das Warp Ritual zu machen. Ja. Warp Ritual ist ja auch eine Secondary, die bei der man Zeit hat, sag ich mal. Weil ja, du kannst auch ab Runde 3 anfangen erst. Genau, also du kannst natürlich hart darauf gehen, ich will es 5-mal versuchen. Oder du kannst einfach mal sagen, ich halte meinen Kram zurück und hole mir dann auf jeden Fall sicher in den letzten 3 Runden das Ganze. Dann hat er dabei 2x10 Bloodletters, alter Tag mit den Bloodletters irgendwie ein bisschen anschneiden lassen, dann wiederholen und dann den kürzeren Weg gehen. Ja. Ganz normal, ähnliches Verhältnis. Dämonetten sehr, sehr schnell unterwegs, halten gerne fest, nerven wie die Sau. Ja. Dann, in der Elite-Sektion hat er meine Hassviecher, allerdings hat er, glaube ich, nur eins dabei, ein Beast of Nurgle. Ja, das ist wirklich ein einzelnes, ne? Ja, also kann aber trotzdem extrem nerven. Dann hat er einen Exalted Flamer dabei, dann hat er 2 Pakete mit fetten Fiends. Fiends auch richtig, richtig fies. Nerven sind völlig underpriced, meiner Meinung nach, für das, was sie auf den Tisch bringen. Ja. Weil sie sind schnell, sie hauen gut zu. Sie halten gut fest, die kommen wieder. Also da kommt ganz, ganz viel Zeug auf einmal zusammen. Ja. Und dann hat er 3x3 Flamer. Oder nee, einmal 4 und 2x3, so rum. Mit einem Schuh draus. Und dann hat er Screamer dabei. Und zwar einmal 5 und einmal 3. Ich liebe Screamer. Ja, das hattest du ja schon häufiger im Podcast gesagt, dass du die ganz geil findest. Und ich finde, prinzipiell ist die Liste, also da ist gutes Gewicht im Siege-Bereich. Das heißt also schauen, dass man einfach nicht weggeballert wird. Das ist gegen Astra Militarum relativ wichtig. Aber auf der anderen Seite natürlich ganz viel schnelles Slaanesh-Zeug. Ja. Obsec gut dabei. Also das ist eine sehr ausgewogene Liste, womit man aber Zugriff auf extrem viele Tricksereien hat. Und dann würde ich mal sagen, gehen wir in die Liste Nummer 2. Ja. Zu den Dunklen Engeln. Dunkelengel kommen. Also, wir spielen Dark Angels, wir spielen 2 Talonmaster. Der eine mit Arbiter's Gates, der trifft immer auf die Zahl, no matter what. Sammy Summer Elfen. Sammy immer gut. Dann haben wir einen Deathwing Command Squad. Einen kleinen Termi Squad. Deathwing, einen großen Termi Squad. 2x3 Attack Bikes mit Multimeltern. 2 Landspeeder mit Multimeltern und 2 Stormspeeder Thunderstrike. Außerdem unvermeidlich neuerdings die Desolation Squads. Ein Squad mit 8 Leuten. Gutes indirektes Feuer. Ich habe sie noch nicht auf dem Tisch gesehen. Sehr gutes direktes Feuer. Ja. Da bin ich mal gespannt. Ich habe die, wie gesagt, noch nicht performen sehen. Die sind richtig garstig, sag ich mal. Natürlich in Iron Hands weitaus mehr, als es bei den Dark Angels der Fall ist. Ja. Iron Hands damit noch ein bisschen mehr gainen, nichtsdestoweniger. Haben wir, wie ich finde, eine sehr schöne Dark Angels Liste, weil sie nicht so krass Weil sagt, sie nicht 40 Termis haben. Ich spiele jetzt 40 Termis und bin völlig braindead. Ja. Und, nee, die muss schon auch das Spiel mitspielen, sonst wird das nichts. Genau. Und das ist eigentlich ganz gut. Also er hat hier natürlich wirklich krass rausgetradet. Er hat einen ganzen Haufen Terminatoren zu Hause gelassen, um dafür das Desolation Squad mit reinzunehmen. Ja. Das ist wirklich so. Und er hat natürlich dann die abgegradeten, fetteren Landspeeder mitgenommen. Also, dass man zusätzlich Landspeeder zu den Terminatoren spielt, ist ja normal. Aber das sind da meistens nicht die Thunderstrikes, weil die halt auch wirklich mehr als doppelt so teuer sind wie normaler. Ja. Das ist dann eine ganze Menge. Und wir haben eine Schauwatz im Bildschirm. Ja, das versuche ich schon zu gestikulieren die ganze Zeit. Und, nee, ich habe das schon gesehen, aber was soll ich tun? Weiß ich nicht. Können Dinge wieder einstöpseln, ausstöpseln. Genau, stöpsel, Ola, musst du nochmal restarten. Gegebenenfalls muss ich den Stream auch neu starten, aber das ist... auch
die letzte Wahl, die ich machen würde. Genau, also jetzt momentan ist es auch noch gar nicht so wichtig, dass wir hier ein schickes Bild haben. Man sieht die Listen, darüber wird zu reden sein. Und wir haben sogar schon die Secondaries, darüber könnten wir. Wir haben die Secondaries, da könnten wir auch hin. Wir haben hier auch nochmal eine andere Kamera, die wir auch nochmal einstecken wollen. Die Secondaries sind schon eingetragen von beiden. Die sind relativ deutlich. Das ist. Moment mal. Haben die Dark Angels nicht mehr? Ich sitze. Nee, das wurde geändert. Nee, ich sitze hinten und punkte durch. Ja, aber das machen, nehmen die gar nicht mehr so oft. Nee. Also Codex Warfare ist einfach unglaublich gut. Du ja. schießt was in der Devastator Doctrine mit Heavy Weapons. Ja. Oath of Moments ist auch unverändert stark. Und Behind Enemy Lines macht er mit den Speedern einfach easy. Genau, das ist easy peasy. Und dann haben wir auf Grishas Seite den absoluten Tick, den man halt immer macht, ist Reality Rebels. Ja. Das ist übrigens, die Betonung ist so, Reality Rebels. Die nicht, Realität rebelliert. Das nicht Rebels, Rebellen, das sind keine Realitätsrebellen, ja. Die Realität rebelliert. Ja, da kommt der Anglist durch. Und dann hat er Raise the Banners und das schon zuvor angesprochene Warp Ritual. Das wundert uns jetzt nicht unbedingt. Nee, gar nicht. Also Raise the Banners ist natürlich ein solider Tick. Die Sache ist natürlich, dadurch, dass Manuel nicht nur Deathwing dabei hat, sondern auch die Desolation, sind seine Termis halt auch nicht obsec. Ja, das ist richtig. Auch charaktermäßig halt nicht die ganz große Buff-Batterie dabei. Nee, genau, eigentlich kein gar Apotheker. Nicht. Ne? Kein Apotheker. Er hat nur Samael, den du halt nicht mit wilden Dingen ausrüsten kannst. Also er ist halt von Haus aus wild. Ja. Gut, er hat dann die zwei Dings, ne? Zwei Dudes auf ihren Speedern. Jetzt ja. habe ich schon den Namen vergessen. Die Talentmaster meinst ja, du? Genau. So, wir haben wieder Bild. Wir haben Bild, ja. Ja, ja, ganz, ganz geil. So, und dann ein extra scharfes Bild, sage ich mal. Alles sexy wird auch so im Stream gesagt. Es ist auch sehr, sehr sexy, dass ihr da seid. Vielen herzlichen Dank, dass die Redewendung die Stange halten, mache ich jetzt mit dem Themenbereich sexy nicht auf. Nee. Ich finde es aber super, dass ihr wieder da seid. Jetzt habe ich es doch aufgemacht, sehr gut. Ja, willst nicht aufmachen. Genau. Hegel würde sich freuen. Ich bin ja auch Sozialwissenschaftler. Ich bin ja nicht nur Anglist. Siehst du? So. Du brauchst ja ganz schön auf den Putz, mein Lieber. Ah, ja. Ich habe studiert. Look at me. Auf der Straße. Look at me. Des Lebens. Ich habe was studiert, was mir überhaupt nichts bringt. Auf der Straße des Lebens habe ich studiert. So. Das gehört sich. Grisha und Manuel sind auch angekettet, hätte ich jetzt fast gesagt. Die zweite Kamera können wir noch dazustellen? Ja, die können wir noch dazustellen. Genau, die können wir zumindest schon mal an die Seite bringen und dann noch das Kabel reinhämmern. Korrekt. Wo liegt das Kabel liegt auf dem Fußboden, da wo es hingehört. Fußangeln, das ist ein Tanglefoot. Ja, wir freuen uns auf ein schönes Spielchen. Erzählt mal, was ihr so erwartet. Liebe Leute, die ihr schon da seid, wie schätzt ihr das Matchup ein? Ist Dämonen-Goodness oder Termi-Goodness die goodeste Goodness? Wir sehen auf jeden Fall, dass Grisha im Prinzip seinen ganzen Kram in seine Hausruine schiebt. Im Prinzip die Aufstellung, also dieser angeschrägte, so viel Cover ist auch nicht. Also in der Ruine daneben könnte man sich noch hinstellen. Da kriegst du aber halt sofort einen Winkel von der Seite rein. Das heißt, da will man vielleicht gar nicht so viel hinstellen. Gleichzeitig ist die Ruine, die da auf Marker 3 liegt, total gut, wenn man erstmal drin ist. Aber man müsste sich dafür ziemlich offen hinstellen, um da in einem Zug hinzukommen. Insofern ist das Layout durch dieses große leere Niemandsland auf den beiden Außen tricky. Sehr tricky. Weniger tricky, wenn man Terminator so ein bisschen was ab kann. Aber nichtsdestotrotz. Die Fiends, sag mal, die müssen um so Wände rumlaufen, oder? Oder können die da durch? Dann können die da durchlaufen. Da können die durchlaufen. Das macht es wesentlich weniger schlimm. Und Termis stellen sich auf jeden Fall schon mal breitbeinig ins Offene. Direkt auf die Linie platziert.
Die wollen Richtung Earth of Moment, die wollen Richtung Mitte natürlich. Der Termi an sich, die Dark Angels spielt ja immer gerne auf drei Markern, also so in einem Dreieck. Wovon zwei in der Regel mit Termis irgendwie gesättigt sind. Und er schießt einen von den anderen und lebt halt dann von dem ungeheuer starken Secondary Game. Aber Grisha, das haben wir auch schon gesagt, hat halt auch die Secondary Verlässlichkeit auf jeden Fall auf seiner Seite. Insofern, das wird, glaube ich, ein ziemliches High-Scoring-Game. Gleichzeitig ist es wahrscheinlich Kern oder Winning Condition, hier dann in der Primary zu schauen, den Gegner jede Runde zu drücken, so doll man nur kann. Es ist eine Hold 2, Hold More. Das heißt, wenn man dem Gegner nur seinen Heimmarker lässt, dann punktet der halt nicht. Das belohnt dann sicherlich aggressives Spiel. Und es belohnt, glaube ich, Grisha, der mehr bewegliche Obsec-Elemente hat. Während die Liste von Manu natürlich deutlich stabiler auf den Markern steht, aber halt nicht mit Obsec. Das heißt, Grisha kann da eigentlich ganz gut reintraden und die Primary versuchen zu gewinnen. Das wäre jetzt so meine Makro-Einschätzung. Auf jeden Fall Grishas Beschoss. Das besteht ja eigentlich aus den Flamern in erster Linie. Ist gegen die Thermis nicht so krass. Also natürlich kann er dann die Saves forcen irgendwie, aber die haben natürlich trotzdem mit dem Sturmschild eine Einserhose, in Deckung eine Nullerhose. Wenn du damit Screamer mit den Flamern reinschießt, dann purzeln die zumindest nicht alle in sich zusammen. Die andere Quelle sind Mortal Wounds. Dafür ist die Dark Angels Liste auf jeden Fall anfällig. Und Grisha hat auf jeden Fall jede Menge Bewegungstricks in der Liste über Warp Locus. Die Enrapturist ist, glaube ich, der einzige kleine Charakter, der Warp Locus hat. Das heißt, man kann die gut schützen, dahin bringen, wo sie hin muss, um dann Sachen neben sie zu schocken. Meine Prognose für das Spiel ist, wir kriegen ein super enges Secondary Game und Grisha gewinnt die Primary. Deutlich. Ja. Ich versuche gerade mir zu überlegen, inwiefern das Würfelglück hier wichtig ist. Ich versuche mir ein bisschen anzureimen, inwiefern Grisha seine schnellen Pieces in die Terminatoren hämmern will. Das muss er fast gar nicht. Das ist ja, glaube ich, der ganze Witz an der Sache. Er kann versuchen, einfach nur Marker zu klauen, ohne zu chargen. Dann den Termi in seiner Phase was machen lassen und dann das Ganze wiederholen. Solange er verhindern kann, also es ist super einfach, den Gegner auf Null zu drücken, und wenn er das ein paar Mal macht, dann gewinnt er einfach nur die Sekunde. Mehr muss er nicht machen. Er muss überhaupt nicht aggressiv sein. Ja, das kommt ihm sowieso entgegen, und das kommt ja auch Reality Rebels entgegen. Er spielt halt Warp-Ritual, er muss halt ab und zu da in die Mitte zaubern und weg. Die Banner, die kriegt er auf drei Markern oder mindestens auf zwei. Und Reality Rebels ist halt ein Selbstläufer. Das ist halt die enorme Stärke der Dämonen. Die Dämonen, die belohnen passives Spiel. Ja. Und das ist vielleicht auch ein großer Knackpunkt, den die Armee einfach momentan hat. Das macht sie so stark. Ja. Und passives Spiel sollte nicht so stark sein. Naja, abhängen und einfach ein bisschen die Hose offen lassen, finde ich. Es wurden gewisse Secondaries rausgenommen, ja, To the Last zum Beispiel, damit man dieses Spiel eben nicht weiter unterstützt. Und hier hat man jetzt wunderbar in Grishas Secondary-Auswahl, gerade auf der Map eben, wir haben drüber gesprochen, der stetige Zugriff auf wenigstens drei Marker. Dann hast du das Obsec-Overload auf Seiten Grishas. Und dann hast du Warp Ritual, was jetzt nicht für alle Armeen was eine passive ist, aber für sowas wie Dämonen schon, weil du gehst Dämonen vor. Dämonen oder Elder machen das halt einfach. Genau, du gehst halt vor, dann machst du deinen Cast und dann holst du dir entweder Quickening oder in diesem Time Warp Time und gehst wieder zurück.
Moin Sven. Schon eine Rakete in der Hand? Oder am Hals? Oh nein. Die Stuhl ist weg. Ja, super, ja. Ich mach mal eben ein Foto von den Ketten da vorne, weil das fand ich ja richtig. Ja. Das finde ich ziemlich cool. Oh, da hat jemand seine Land Fortress mit Raupenketten gebaut. Das ist schon ziemlich sexy. Das ist Modell Mini-Bagger. I like. Moin, Juan. Juan wollte noch eine Frage. Kennst du den Produktnamen unseres Henkergalgens? Ja, das ist Newer, glaube ich. Was? Newer. N-E-E-W-E-R. Ah. Also die günstigen. Die günstigen guten. Ja, natürlich. Der ist relativ stabil. Ich traue dem meine Spiegelreflex an. Apropos günstig und gut. Die schönen roten Würfel, die ihr seht, die werden am Montag im Shop bei battleground-tabletop.de bei tableground-battlepop wird das dann zu haben sein im Merch-Bereich. Ja, auf der richtigen Seite wird das sein. Ihr gebt einfach im Internet Würfel ein. Würfel rot. Irgendwo im Internet gebt ihr das ein. Und dann sollte das kein Problem sein. Ja, könnt ihr kaufen bei mir. Genauso wie die schönen Marker, die ihr da auf dem Spielfeld seht. Das gute Target Priority Merch. Lange angekündigt, irgendwann ist es doch da. Sollen wir eigentlich auf die andere Cam anschalten? Ich kann es versuchen. Mal gucken, ob die was kann. Da musst du noch am Kabel wackeln, die ist noch schwarz. Da sehen wir die beiden hübschen Jungs. Geben wir denen noch mal kurz den Klang. Nächstes Jahr holen wir uns dann ein paar Ja-Moin-Würfel. Ja, schon gedacht. Nächstes Jahr möchte ich tatsächlich Kameras von der Qualität, aber mit festen Winkeln, ohne Rumfühlen. Ja, das ist eine gute Idee. War nicht die richtige. Ich weiß ja nicht, was ist. Das ich habe noch Nebel hieß. Einmal ist das Sativ und einmal ist das Indica. Ja, das kann natürlich dann safe, was Gutes. Okay. Ja, ich habe die ja mit Edding markiert, stellte sich heraus. Edding und Zellophan oder was auch immer das ist. Das wabbelt dann doch schon ganz schön schnell ab. Ich glaube, man hört die Spieler nicht so richtig. Kannst du mal gucken, ob die Dinger, ob ich die angemacht habe? Wo sollen wir reinwürfeln hier? Ja, bitte. Perfekt. Hier der. Ach, du bist fertig? Ich bin fertig. Rollen wir die hier mal auf die Seite. Okay. Gleich flamen wir hier hinten noch. Alles klar. Dann. Ja, mach mal. Genau, wie auch immer. Ups. Okay. Nehmen einfach solche Würfel hier. Ah ja, die müssen wir nehmen. Alles klar. Dann. Ein gutes Spiel. Gutes Spiel. Ich gebe dir die Zeit rüber. Danke dir. Meine Kommandopunkte. Viel Spaß. Ja. Na, gut. Da war der Roll-Off.
Da war der Roller. Fischer fängt an, sammelt erstmal ein paar Warp-Sturmpunkte und dann sind wir mal gespannt, was er da aus seinem ersten Turn macht. Genau, drehen wir mal auf die Top-Down-Kamera. Und auf die Jungs, oder? Hi, wird schon genau. Genau, dass ich mit 10 dahin komme, bis ich mit 16 bin. Theoretisch, ja. Theoretisch. Okay. Mach Grisha mal scharf. Zwei Sachen. Ja, ich hoffe, du hast eine Hose an. Ja, und zweitens haben wir einfach aber ich habe tatsächlich, bevor das Spiel beginnt, einen Pre-Game-Move. Mhm. Und dann nehme ich einmal den Speeder hier und stelle den hierher. Jo, und dann würde ich anfangen. Mhm. Ich sehe jetzt schon, wie das in meinen Fiends hängen bleibt. Unten drunter, ne? Laut? Ist laut gerade? Schau mal, durch die Kante hier sehe ich auch. Ach, durch die Kante meinst du? Ja. So, ja. Genau, den Flamer kannst du mal reinschieben, das Biest, das sehe ich auch. Das wirst du nicht verstecken. Das Biest? Siehst du so? Ja. Durch das Ding? Ja. Also kann ich ja einfach hier weggehen, oder? Ich habe jetzt nicht auf die Kante gehabt. Einmal so. Fertig. Ja. Okay, das sind deine Warpstürme, guck mal. Das sind meine Warpstürme, das sind meine CPs, ja. Die Beast sehen, oder? Den Screamer in dem Winkel hier. Also den einen. Siehst du das? Ja. Ja, also ganz ohne was zu sehen, wirst du wahrscheinlich. Also die Screamer sind ja klar, die sich dahinter verstecken kann. Du kannst das Beast wahrscheinlich auf jeden Fall sehen, weil du halt hier durchziehen kannst. Dann kann ich nicht da oder da verstecken. Aber die Screamer kann ich auf jeden Fall verstecken. Das Beast wirst du auf jeden Fall sehen können. Genau. Ich kann nicht nach dir oder nach da. Ja. Genau, alles klar. Dann messe ich erstmal ein paar Sachen. Willst du an Base sein? Genau. So. Ja, das ist in diesem. Okay. Zu den Flamern, oder? Genau, bis dahin kannst du schießen, ohne minus 1 zu kassieren, wenn du advancen musst. Dann mache ich erstmal die einfachen Sachen. Ach ja, sorry. Volle Rerolls bekommt dieser Talon Master. Mhm. Obwohl, nee. Lass mich mal nochmal. Ja, ich gebe es einfach mal dem Talon Master. Das ist richtig geil. Okay. Mhm. Den ist 18 oder was? 21. Hm? 21. Also Advanced, ne? Achso, nee, der hat plus 3, ja genau. Okay, ja. Wollen noch mal kurz den Laser. Und auch am Anfang 21, ne? Genau. Darf da nicht drüber gucken. Jetzt interessiert mich vor allem, ja. Musst du gucken, 1, 2 hier von hier. Aha. Das bist du hier drüber, ne? So. Ja.
Okay, dann sehe ich die Dämonette, die du da gerade rausgezogen hast. Ja. Stand hier, genau. Das ist alles, was ich sehen will. Ja. Dann. Dann advancen die Thermis. Sorry. Dann 3. Genau, dann 2-8. Also hier unten drin, ist es okay, wenn ich hier oben drauf stehe? Ja, klar. Genau. Dreier Charge dann für mich? Ja, das überlege ich gerade. Das will ich dir eigentlich, glaube ich, nicht gönnen. Ich stelle mich mal auf 25. Innerhalb 25? Außerhalb von 25, Outside. Just out. Das heißt ein 11er Charge. Mhm. Die anderen parke ich zurück. Beziehungsweise ich kann auch ein bisschen hier runter schlängeln. So, genau, danke dir. Ja. Der Land Speed Advanced. 24. Schön. Da. Ja. Genau, ich möchte mich genau in die Mitte stellen. Mhm, aber jetzt hast du ihn weiter bewegen. Sorry, ja, dann ziehe ich ein bisschen zurück. Ja. So. Genau, dass du sozusagen um ihn rumlaufen musst und vielleicht nicht in die Mitte kommst. Alles klar. Die Attack-Bikes fahren ein bisschen vor. Wir haben 16er Bewegung oder was? Ja. Ich messe gerade die Advancen. Mit 2. Ja, genau. Das ist okay, der Speeder stellt sich hierher. Das sind von deinen Streamern. Zieh mal auf die. Na, geplant vielleicht Barely out of 27. 27? Genau. Ja, dann mess selber nochmal nach. Also 27 ist auf jeden Fall drin. Okay. Dann in 27 über dem Kopf. Das heißt ein 10er Charge sozusagen. Du misst bis zur Base. Also bis zur Base. Genau. Die sind nicht hovering. Ja. Okay, ja. 26, 10er Charge, ja. Okay, der Speeder
stellt sich hier rein in 3 Zoll. In 3 Zoll? Zu den Thermis, Mann. Zu den Thermis, ja. Genau, also er wird protected. So. Da könntest du natürlich einen Infernal Gateway reinschmettern. Dann stelle ich ihn mal lieber hierher. Nee, das geht nicht. Nee, das geht nicht. Pack ihn hier rein. Da mussten gerade noch die Attack Bikes durchfahren. Okay, Samael. Bleibt da stehen. Der Speeder advanced. Reicht easy. Geht genau hierher. Also innerhalb 23. Dann 8er Charge. Und hier an der Wand, genau. Genau, außerhalb von 23. Mhm. 23 ungefähr hier. Ja, okay. Das heißt ein 9er. Ja. Okay. Ja, genau. Und der Speeder advanced und stellt sich hier so rein. Ja. Ja, es ist eh völlig egal. Stellt er sich hier rein. Bleibt erstmal hier stehen. Okay, jetzt haben wir ganz schön lange Zeit gelassen. Dann fange ich mal an zu schießen. Genau. Ja, ich gebe 3 aus für minus 1. Yes. To hit. Macht Sinn. Mal 3, 24 Schuss. 12, 3. Ah, sorry. Okay, der Talon Master schießt alles in die Dämonetten. Mhm. Also minus 1 außerhalb von 12. Der trifft immer auf die 2. Ach, das ist der. Das ist der, ja. Ne. Okay. Und auf die 2. Der springt gleich zurück, ja? Wahrscheinlich. 4er Retter dann für dich. Demon safe. Gehen 5. 5, ja. Yep. Und dann kommen 6 Schuss Heavy Bolter hinterher. Alle. 5 Stück. Einer. Jo. Okidoki. Dann. Der Spieler versucht mal auf das Biest. Dann auf die 4, weil ich advanced bin. Beide. Und 3. 2x 4er bitte. Nö. Kannst du einen Schaden machen? 3, da gibt es ein CP. Ja, ich gebe mal einen raus. 5. Okay. Safe? Jo. Das ist natürlich Mist, aber so ist es. Das war auch eine schlechte Entscheidung vermutlich. Genau, ich habe schon runtergedreht. Okay, dann. Wann musst du das machen mit zurückspringen? Wenn ich gecharged habe. Okay. Die Desolation Marines. Ja. Schießen. Wie viele Dämonetten sind es noch? 4. 4. 2 von den Desolation Marines. Schießen in, nee, ich sag mal 3. 3 schießen in die Dämonetten. Ja. Die anderen 4 in die Bloodletter und der Vengor Launcher auch in die Bloodletter. Okay.
Dann fange ich mit dem Vanguard Launcher an, der hat mindestens 3 Schuss, aber wie 6, also 3. Der trifft dann auf die 2, weil er 2 ABS und plus 2 to hit. Einmal weil stehen geblieben und einmal wegen dem Targeting Relay. Mhm. Und dann 3er, zweimal für 3 Damage Flat, aber ist völlig egal. Einer tot. Dann die 3 Stück in die Dämonetten. Ja. Auf 4 jetzt, ne? Dann auf die 4, genau. Wiederholen 1 wegen Samael. Wunden auf die 3, wiederholen 1 wegen Talonmaster. 4 ist safe für dich. Einer. Jo. Drei habe ich geschossen, das heißt, es bleiben 5. Das hier ist der Vengo Launcher. Mhm. Der trifft dann besser sozusagen. Ne? Das heißt, einen für hier. Sorry, das sind Bloodletter. Da habe ich einfach für jeden Flat 3 Schuss. Ich dödel. Dieser Blast. Also 1, 2, 3, 4. Dann auf die 4 und die blauen auf die 2 und wiederhol 1. Und dann auf die 3 und wiederhol 1. 4, ne? Stärke 4, oder? Ja, genau. Also auf die 4. Haben die Toughness 4? Die haben Toughness 4, ja. Alles klar. Der, genau, ne. Die noch raus, genau. 2. Nochmal 2. Okay. Gut, das war der Beschuss. Ja, mehr ist nicht. Dann charge der Talonmaster deine Screamer. Mhm. Nummer 5, dann steht er hier. Das waren alle Charges, dann mache ich gleich den Pile-In. Nach hier. Mach dann 4 Attacken. Ich werfe 2 Wunden für 1 Schaden. 2 Schaden. Okay, und dann gebe ich den CP aus. Okay. Für Consolidate ist das, ne? Das ist jetzt ein Fallback. Achso, aber anstatt Consolidate. Genau, stimmt, ja. Beziehungsweise, warte mal, ne? Nicht dahinter wahrscheinlich, ne? 22 ist oder 21. Hintere Teil der Base. 21, ne, dann passt es. Okay. Bist du durch? Mhm. Moral, ja, da habe ich einen dummen Fehler gemacht. Genau, du machst zweimal Moral. Für die Bloodletter. Sie haben 3 verloren, ne? Also auf die 6. Yes, dann noch so viel. 6 müssen da noch sein. Einer noch. Jo. Dann für die Dämonetten. Muss mir die Zeit geben. Ja, einer weg und dann noch 2. 2 stehen. Klar, und du? Was scorst du? 11 für einen, weil kein. Doch, ich habe einen Fallback gemacht. Nee, ich habe einen Fallback gemacht. Ich habe einen Fallback gemacht. Steh nicht in der Mitte und ich habe keinen Charakter getötet, also nein, ich score nichts. Ja, Malte, da sind wir natürlich bei dir. Also gerne immer liken den ganzen Spaß hier. Und falls ihr wirklich noch kein Abo habt, dann bitte jetzt den fetten Abo-Button auf drücken. Der Jagd nach den 1000 Abos. Genau. Denn wir haben Großes vor. Wir haben sehr Großes vor. Von daher, wir benötigen die 1000 Abos. Wann kündigen wir das eigentlich an? Soon. Soon, TM. Very soon. Alles klar. Ja, also Runde 1. Top auf 1 quasi um. Der Manu
hat gesagt, ich will mal anfangen auszudünnen. Ist mit seinem Gaze of irgendwas Landspeeder da, hat eine cheeky Sichtlinie gezogen. Da neben den Screamern unten ein paar Dämonetten erschossen und wieder weggeflogen. So machen die das. Ja, genau. Der Talon Master hat sich da bei den Screamern da den Nahkampf gegriffen. Und dann hat er noch ein paar Bloodletter erschossen mit einem anderen Speeder. Und ich glaube, Beast of Nurgle versucht, aber das heilt sich halt komplett wieder, wenn es nicht gestorben ist. Ja, das kann ihm teuer zu stehen kommen. Das war halt ein CP, den er nicht hätte ausgeben müssen. Er hat zwei Hits gemacht, zwei Wunden gemacht. Dann geht der erste Save von Grisha daneben. Dann würfelt er die 1 für den Damage. Und ja. Rerollt das Ganze für ein CP und macht halt insgesamt 5 Schaden. Der zweite Save, den hat Grisha gehalten, ergo keine 7 Schaden auf dem Beast. Das bedeutet, dass es jetzt wieder hochgeheilt. Für die Cuts. Genau, das war ein CP für den Lerneffekt. Ja, generell zu Manus Bewegung zurückhaltend insgesamt. Aber man sieht schon, dass er die drei Marker quasi auf der rechten Seite, das wollen seine sein, sagt er, das ist mein Dreieck. Der Fünfer-Squad-Thermis neben dem Landspeeder sagt auch, ich habe jetzt schon mal Zugriff auf beide Marker da rechts unten. Wenn er jetzt mit Screamern darauf geht, dann schlage ich die halt tot, so sagt er sich. Gleichzeitig sagt er nach oben, die obere Flanke ist dann doch noch relativ zurückhaltend. Die Attack-Bikes können wahrscheinlich nächste Runde auf Marker 3 links oben fahren. Aber er hat noch keinen Grund gehabt, die jetzt zu exposen, hat keine Ziele. Die kann er auch zurückhalten, bis er die wirklich braucht. Und der große Thermi-Blob, der steht schon irgendwie breitbeinig da zwischen seinen Ruinen. Ich weiß noch nicht genau, was der will, warum der nicht auch eher da rechts ist. Ja, er hätte sich prinzipiell auf jeden Fall vorschieben können, um dann in der nächsten Runde einen etwaigen Charge dann halt mitnehmen zu können. Ne? Ja, genau. Aber er will die wahrscheinlich nicht zu nah ranbringen jetzt, ne? Nee, genau, das ist richtig. Das ist ja auch smart. Also Grisha hat ja auch noch einiges in Reserve, was da reinkommt. Von daher muss man da sicherlich immer achtsam sein. Was den grünen Speeder angeht, der direkt vor dem Gegner steht, da habe ich so das Gefühl, das hat so zwei Beweggründe. Und zwar auf der einen Seite ein kleiner Move-Block, ja, und ein Bait. Charge mit der falschen Einheit, dann stehst du auf der freien Fläche, dann kommen meine Attack-Bikes um die Ecke und der dicke, ja, Speeder, der dann da reinschießen kann, weil ich, genau, da auf jeden Fall dann die Sichtlinie kriege. Festhalten ist nicht, weil, ja, das Ding Fly ist. Genau deswegen steht er da so. Super unangenehm und kostet halt nichts. Ne? Also nee, den kannst du dafür ruhig mal opfern und wenn er nicht stirbt, dann machst du halt Behind Enemy Lines damit nächste Runde. Genau. So. Aber na, ich meine, ich würde den jetzt irgendwie totzaubern, denke ich. Ja, aber zaubern kommt halt trotzdem nach der Bewegungsphase. Ja. Und wahrscheinlich wirst du halt das Feld eben soweit nicht überbrücken können, dass du von der einen Ruine in die andere kommst, weil der Speeder halt jetzt gerade im Weg steht. Ja. Wir sehen da den Fate Skimmer. Rechts, also unten in der Mitte. Weiß gar nicht, wo der herkam. War der in der Ruine mit? Nee. Ich glaube, den hat er teleportiert. Ah ja. Und die Screamer klauen den Marker. Hui! Ja, die sterben halt gleich, aber nicht im Beschuss. Das war das Ding, ne? Vermutlich nicht im Beschuss, ja. Das, und dann ist halt, ich meine, wenn David die Saves rollen würde, dann ja. Ja. Aber David ist nicht am Tisch und von daher eher nicht. Jetzt finde ich aber genauso würde ich jetzt auch spielen. Er kriegt ihn jetzt, glaube ich, nicht auf eine Nullerrunde gedrückt, weil der Landspeeder da rechts unten, den kriegt er da nicht weg. Aber zumindest auf eine 4 den Dark Angel zu drücken, na, das ist halt das Spiel, das Grisha jetzt spielen wird. Versuchen, die Primary so klein wie möglich zu halten. Da sind jetzt, glaube ich, Flamer gewesen, die er da... Da oben im Haus? Ja. Das kann gut sein. Sollte ich ihm hier irgendwann mal, oder sollte ich irgendwann mal an ihm vorbeigucken können, kann ich es dir sogar sagen. Wir haben schon andere Perspektiven hier. Können trotzdem nicht sehen, ob es Flamer sind. Da müssen, ja, wir hinlaufen. Schade. Aber hier von hier sieht man eigentlich ganz schön die
die Homebase von Grisha, die ganzen wilden Sachen, die da drin stehen. Ja, ist der Vierer, ist der Dreier-Trupp Flamer. Ja. Der ist genau gut für sowas. Bin gespannt, mit was er den Landspeeder jetzt angehen will. Ich bin gespannt, was das Beast of Nurgle macht. Ich glaube, ich würde damit auch Richtung Marker 3 juckeln. Ja, also ich bin... Ne, noch findet nicht so viel Aufteilung, sage ich mal, statt. Also beide sind mit dem Schlachtfeld-Buzzer 2 Punkte anscheinend zufrieden. Ja. Als Griecher würde ich jetzt nichts auf den Marker mit dem Wald da schieben. Überlege ich, glaube ich, gerade, ob die Screamer darauf gehen. Ich würde es nicht machen, weil da steht nichts drauf. Den muss er nicht klauen. Ja. Das ist ein Trade, den er gegen nichts tradet gerade. Das wäre nicht so gut. Ja, und das Beast läuft tatsächlich Richtung Marker 3. Muss man sich halt irgendwann drum kümmern, vorzugsweise halt anders als gerade. Ne? Und das ist halt so die grundsätzliche Sache, da irgendwie mal so einen Multimelter reinzuschießen, ist halt... Das reicht nicht, du musst dich committen. Das ist halt ein Multimelter, auch der auch mit halt drei Attack-Bikes weißt du nicht, ob das klappt. Nee, so. Und dann musst du dir überlegen, okay, will ich da überhaupt irgendwas machen? Wie kann ich vielleicht reliable an das Ding irgendwie Schaden anbringen? Vermutlich eher im Nahkampf. Und da hat er dann aber auch nicht die Ressourcen für. Also ich glaube, dass dieses Beast of Nurgle den ganzen Zappalotz hier auch überstehen kann. Ja. Und er macht schlau, schiebt die Screamer auf Marker 3. Da sind die wesentlich besser aufgehoben. Haben immer noch Zugriff dann auf den Waldmarker da. Genau. Aber erst dann, wenn er es wirklich braucht. Ne? Wenn da wieder ein Landspeeder draufsteht, kann er den wieder klauen. Selbst wenn da 3 Attack-Bikes draufstehen, kann er den wieder klauen. Das ist eine neutralisieren. Sehr nervige Situation auf jeden Fall für Manuel, weil er in der nächsten Runde eben die Möglichkeit in Anführungszeichen hat, mit seinen Attack-Bikes zu versuchen, Druck auf die 3 zu geben, mit ein bisschen Multimeltern und Heavy-Bee. Das wage ich zu bezweifeln. Ja, es reicht halt nicht, ne? Schieß mal in diese Kack-Streamer mit deinem Multimeter. Genau, und dann das Beast of Nurgle dahinter, was genauso Ads ist. Also da muss er sich halt überlegen, wie viel Gewicht er auf den Marker schmeißen kann oder ob er es nicht irgendwo anders machen kann. Ja. Ja, also ich glaube, dass er sich eher da auf die jetzt hinteren Marker dann sich das Dreieck baut und die anderen nur immer versucht zu clearen. Aber so viel hat er auf der Seite einfach nicht. Genau. No pain, no game. Hi, mein Lieber, alles klar bei dir? Die Ergebnisse kannst du dir auf BCP angucken. Soweit ich weiß, aber nur, wenn du ein Abo hast. Nee, die Rundenergebnisse und so kannst du dir alles angucken. Ach so. Und ich meine, auf der Desktop-Seite kriegt man auch die Listen zu sehen. Nur in der App geht das nicht. Smart. Ja. So, geben wir mal den Jungs den Ton und... Geben wir mal den Jungs den Ton, jawohl. Gucken, was passiert. Entwenden Sie sich mal mit dem. Das ist die 1, die ich gebraucht hätte sonst. Genau, du musst dann, warte mal kurz. Naja, ich schaff's nicht so. Alles gut. Schau mal, kann dir das nennen? Ich wollte dir nur das Tool hier herlegen. Das ist 1 Zoll Entfernung. Naja, ist einfacher, wenn ich den nehme. Einfach. Oder so, ja. Alles klar. Aber. So weit. 6 CP, was bräuchte ich denn? 24. Die Mitte ist. Ich muss hier hinkommen. Ich muss hier hinkommen. Genau, hier ist die Mitte. Also hier. Und 6 Zoll von da. Musst du im Haus stehen? Ne, 24 ist ja hier, ne? Da sind ja 6 Zoll von 30 der Mitte. Zoll. Genau, 24 von der. Sind ja genau, 6 Zoll richtig. Von der Mitte. Ja, da hast du recht. Ja. Genau, also wäre es irgendwo da. Hier. Okay, ist das nicht die Mittellinie hier? Dann bin ich da rutschen. Also hier ist 24 Grad, wo ich gucke. Ja, irgendwo da halt bin ich. Aber ich bräuchte schon einen langen Advance. Ich re-roll den nicht erstmal. Ja. Hier erstmal mit den Bloodlettern. Mensch, der hat auch schon mal gegen Dark Angels gekämpft, ne? Ja. Ja.
Sind die advanced? Hm? Sind die advanced? Ne, die standen hier vorne, 12 Zoll. Ah, okay. Aber ich kann die auch advancen. Oh, ich werfe mal da rein. Ja. Ist egal, weil die eh nicht schießen. Jo. Einmal dahinter. Ja, komm, ich geh mit denen raus. 14. Und noch hier. Also, sorry. Ich habe ja den Advance für ihn geworfen, deswegen muss ich ihn eigentlich erst bewegen. Wenn du das willst, dann mach das mal. Ja. Also will ich nicht, aber muss ich. Nee, musst du nicht. Kann ja auch vorlaufen wieder zurück und dann bleibt er stehen. Achso, das meinst du. Also ja, ja. Bewegen auf jeden Fall, ja. Genau, also die Teams, die standen halt da noch nicht und die bleiben. Genau. Dann würde ich mal hier hinstellen einfach, wenn es okay ist. Ist okay. So. Die Fiends. Hier raus. Die gehen nach vorne, machen Aktion hier auf dem Marker. Besser ist es. So, ne, 9 Zoll. Kommst du mit denen hier nicht rein? Okay. Die läuft ihre 9 einfach hier hinten hin. Hier ist alles ausgescreent für 9. Okay. Okay. Mache ich, fange ich an mit ihm auf ihn. Smite. Kommt. Ja, 7 plus 1 immer. Eine. Dann macht er den mit 9W6 den Würfel, den Spruch, kommen wir in der 8. Jo. Zwei nur, scheiße, dann kann ich ihn nicht töten. 3 gekriegt, 3 hat er noch, ne? Ja doch, könnte ich theoretisch. Gebe ihm CP aus und mach noch den Gate hinterher, kommen wir in der 10. Jo. Ah, fuck, eine 3 hätte ich gebaut. Das ist schlecht. Leider nicht. Okay, muss ich ihn ja schießen. Dann 5er Pino Pain auf die. Kommt. Und warte mal, das kommt von ihm, oder? Von ihm. Ja, kann ich leider nichts geben. Dann er. Macht ein... Smite in den. Komm nicht. Okay, dann schießen. Der in den. 3 Schuss. 2 Hits.
Einmal, minus 4, 2 Schaden. Tot. Tot. Ja. Ja. Platz eh nicht. Platz eh wurscht, genau. Die spare ich mir, dann charge ich. Achso, sorry, der. Also die haben Aktion und der macht einen Banner einfach. Der macht nichts anderes. Und die haben da das Banner ja gemacht. Wir unterbrechen das Programm für einen kurzen Shoutout. Und die haben nichts anderes, also die haben ja auch das Banner angelegt. Ich nehme mal. Die Jungs, die selbst passionierte Spieler genau. Und jetzt schon 90% die Würfel trotzdem durch die reinlaufen und nicht an den Tischen stehen, damit hier dann dieses Erlebnis haben. Der brauche ich nicht schießen, die können nicht. Dann charge ich mit denen zuerst den. Also der unsere Zauberfee ist. Vier. Wir sind einfach, also ich habe mich ein bisschen verliebt. Was, danke Team Firebug. Charge ich mit Eaming. Dann charge ich mit Inin. Für die, ne? Schon mal für den Pain. Zoll, einen muss ich hier an der Wand lassen. Der geht nur nach da. So. Dann die Scream an ihn. Den großen, ja? Ja. Die können nicht heroisch machen, nur er, ne? Ja, dann bleib ich außerhalb von drei. Das waren jetzt 9. Sorry. Der war auf dem Marker, klar. Okay, du kannst dich unterbrechen, ist auch egal, glaube ich. Dann fange ich an mit den Blattlettern in ihn. Ja. Heil 3 Zoll noch. So, so. So. Jo. 1, 2, 3, 4, 5. Ja. Auf 3. Und auf Widerstand 6, ne? Genau. 5. Nur 2, mit minus 3 bitte. 4 Damage. Jo, habe ich noch 2. Ja. Und hier sind wir. So, so. Dann schlägt er zuerst. Er ist jetzt von hier nach da gefallen, oder? Genau. Mhm. Einfach von hier. Du bist ja näher zum nächsten genau. Fall. Genau, näher jo. Zu da. Jo, alles klar. Dann fängt er an. Okay, der hat 6 oder 8. 5 Attacken nur. Okay, auf 2. Ja. Auf 5. Dreimal, minus 2. Kabul. Nee. Ich überrascht das, oder? Naja, das passiert, ja. Aber ich habe die erste Runde leider einige Fehler gemacht. Da war ich ein bisschen aufgeregt gewesen. Aber mal schauen. Wie bitte? Ah, die sind so nervig. Der bleibt in 3 Zoll zu ihm noch. Yep. Gehen so. Das geht aber so nicht. Brauchst Coherency zu 2 Modellen. Also ah, ja. Der kann so nicht stehen und der theoretisch auch nicht. Ja, 2 Zoll. Ja.
Und so. Genau, 2 Zoll. Und dann ist er 2 Zoll zu ihm. Da habe ich auch einfach hier, schau mal. Ja. Das sind 2 Zoll, also da musst du näher rein. Ja, genau. Das heißt, den vorderen zurückziehen. Also den noch einen Millimeter nach hinten. Genau. Und, hier und den noch, der passt. Jo, perfekt. Danke. Gerne. Dann da weiter. Ja. Feier so. Gib 1 CP aus für plus 1 zu Wound. Das machst du, ja. Widerstand 6. Jo. Nicht in die rein natürlich. Ja. 4. Recht. Und dann 3. Minus 3. Jo, dann muss ich 1,5. Dann überlebt er, mache ich nicht und lass ihn nicht. Base deinen Captain hier. Jo. Ich hab Fallback and Shoot. Ach so, Fallback and Shoot komplett. Ohne Minus. Für 1 CP, ja. Für 1 CP, ja. Der muss näher zu ihm. Jo. Geht also dahin. Und der geht dahin. Jo. Dann schlägt mein Chef mal rein. Ja, gibt er mal noch Zeit. 3 Wunden. 3 Wunden, okay. 1 Schaden, ja. Also einer war auf einen, also ist einer wieder auf einen. Den, naja, nehme ich den, damit die 2 Zoll sind hier noch. Ja, einer tot, einer auf einen. Die Banner gemacht. Okay. Dann mache ich Reality Rebels für 3 Punkte. Die haben jetzt gerade, sorry, da habe ich geträumt, die haben wie viel Schaden bekommen? Hast du einen gehalten oder sind alle 3 reingegangen? 3 sind durchgegangen. Genau, und dann hat einer noch ein Leben. Genau, deswegen steht da nur 1. Genau, ja, alles gut. Du hast Reality Rebels. Genau, hier habe ich mehr als du. Du hast gleich oder gleich viel. Genau, das sind 1, 2, 3 Punkte. 3. Orbital habe ich nicht gemacht. Und ich kriege 2 Punkte für die Aktion. Das ist korrekt. Beide einen Kommandopunkt. Ja, ich hab hier eine Zeit. Ja. Na ja, machen wir mal das Scoring hier schnell. Reality Rebels 3, ne? Genau. Oh, warte mal. Round 5. Round 1. Genau. Die Kommandopunkte. Genau, hier gab es noch nichts. Reality Rebels. Da müsste ich erst selber außer 17 sein. 3. Ja. Banner hast du 2 gestellt, Warbritual nicht, Data Intercept für 2. Achso, das war meine Zeit, oder? Was machst du noch? Ich gebe nur die Sachen ein, die wir gemacht haben. Kommandopunkte hast du 2 ausgegeben und nicht 5, glaube ich, in der ersten Runde jetzt, ne? Runde 2 bekomme ich kein Control irgendwas, also ich halte keine 2 Objectives. Genau. Einen Kommandopunkt habe ich mir gegeben. Hast du mir gegeben auch? Ja, ja, ne? Auch, ja. Ich habe 5, ja, passt. Volle Hit Rerolls von Samael auf die Bikes. So, bei dir kommt jetzt noch was aus dem Deep Strike. 6 Fiends? Das alles. Außer der. Also einmal Bloodletter, einmal 20. Zweimal 10 und einmal 6. Meine Warpstones sind 4. Plus einen, den ich mit in die nächste Runde genommen habe von dem hier. Sind dann 5. So, das war Grishas Start ins Spiel. Ja. Von sehr, sehr, sehr gut gespielt. Macht dem Manuel jetzt ganz, ganz viele Sorgen. Er hat
alles ausgescreent. Das heißt, da kann erstmal nichts reindroppen. Keine irgendwie Mini-Terminator-Bomb oder irgendwas kann da reinfallen. Er bedroht, beziehungsweise nicht nur bedroht, er hat sich den Marker 3 oben links geholt. Ja, hat und zwar stehen da Flamer und Screamer drauf. Und er hat ein Backup mit dem Beast of Nurgle, das heißt also Dreierretter im Fernkampf. Und das Beast of Nurgle, was sich heilt, da muss er ganz stark überlegen, was er denn da angehen will. Außerdem hat er den großen Trupp Fiends in der Mitte. Und gemeinsam mit den Bloodlettern haben die einen der Speeder erschlagen. Die sitzen da auch. Da muss man sich auch überlegen, wie man das Ganze handelt. Jetzt wird sich Manu nämlich richtig in den Arsch beißen, dass er in der ersten Runde seine Terminatoren nicht nach vorne geschoben hat. Sondern die sind jetzt zu weit weg. Die jetzt immer noch da am Rand rumgondeln und da werden die jetzt auch weiter abhängen. Ja. Es sei denn, er schafft es halt wirklich einen enorm langen Charge hinzukriegen, wovon ich jetzt erstmal nicht ausgehen würde. Außerdem hat er sich den Marker rechts in der Mitte geholt. Den hat er sich mit den Screamern genommen. Das heißt, auf der einen Seite hat er jetzt 2 Punkte für die Primary geholt. Mhm. Und also Grisha und Manuel natürlich dann unter Zugzwang gebracht. Ja. Was richtig wehtut, ist natürlich, dass der dicke Speeder gegangen ist durch die Screamer. Und auch der auf Marker 6 rechts unten. Also genau. Der kostet ihm halt die 4 Punkte Primary. Ja, genau. Da ist dann auch, da hat er viel zu leichtgewichtig, aber das ist auch die grundsätzliche Problematik, die man jetzt oben sieht, wo er gerade dran steht. Das sind sehr viele Einheiten, die auf einem Knubbel sind und die effektiv momentan keine Marker bedienen. Das sind verlorene Ressourcen. Es ist natürlich klar, dass er das irgendwie zusammenhalten will, aufgrund Reroll-Bubbles. Jetzt muss er aber wirklich schauen, was er denn machen kann, denn das Problem für ihn ist, ja, er hat seinen Heimmarker, aber er bedroht gerade keinen anderen. Grisha hat das sehr smart gemacht und den für ihn unerotischsten Marker auch offen gelassen, weil da würde er eh runtergeballert werden. Er braucht ihn gerade nicht. Genau, da würde er eh runtergeballert werden. Da tradet er erst dann drauf, wenn Manuel was draufschiebt. Genau. Und das ist natürlich äußerst nervig einfach. So, und jetzt muss Manuel sich ganz stark überlegen, okay, wie kriege ich den ganzen Kram hier in den Griff? Denn er hat sich eigentlich relativ deutlich committed mit den Bike Squads und dem großen Speeder, dass er die obere Flanke lang gehen will. Das ist ja auch okay, aber er hat nicht die Reichweite, Bewegungsreichweite, um den Marker 3 wirklich auch mit viel Damage bedienen zu können. Ja. Und das Zeug in der Mitte sollte ihm momentan eigentlich sehr egal sein. Weil das Zeug in der Mitte ist zum Beispiel auch für Grisha gar nicht so wichtig. Nö, das ist jetzt einfach nur Trading-Material. Ja, das oder sagt Bait. Oder Bait. Und es ist halt genau weit genug weg von den Termis. So, du musst da reinschießen, aber du musst auch oben in die Dreier-Retter-Jungs schießen. Und dann hast du nicht genug Patronen. Genau. So, und da sehen wir jetzt, was Manu versuchen wird. Er kann das Beast of Nurgle angehen. Er kann den ganzen Kladderadatsch südlich von ihm angehen. Wenn er südlich schießt, dann werden die Terminatoren definitiv auch eine Warlopping 12er Charge nirgends hinbekommen. Nein, aber auch jetzt schon nicht. Und dann haben wir immer noch die Situation auf dem anderen Marker, wo die Screamer rumstehen. Das ist natürlich auch hochgradig ätzend für Manu. Ja. Er wird einen CP ausgeben müssen, damit der Talonmaster zurückfallen und dann wieder chargen darf und natürlich ballern darf. Dann hat er die Terminatoren, die sich dann da gleich irgendwie mit den paar Screamern irgendwie beschäftigen müssen. Er muss gucken, dass er auf den Marker 6 irgendwas bekommt, was da dann auch den Marker halten kann. Aber auch das, da kriegt er jetzt die 3 Termis rauf, ne? Und dann kommt dieser Skimmer-Typ. Und schießt die wieder weg? Ja, schießt die vielleicht nicht alle weg, aber er muss ja nur irgendwie 2 wegkriegen. Und dann stellt er sich da auch mit drauf. Und dann hast du wieder keinen. Genau, und ich würde Grisha zutrauen, dass er vom... Er hat ja noch Warp-Locus und so, er kann ja noch droppen. Dass er vom südlichsten... Ja, aber dass er genau, und dass er vom südlichsten seiner Screamer eventuell auch so gut gemessen hat, dass jetzt Manu nicht unbedingt auch was direkt auf den Marker droppen kann. Das wäre natürlich gut. Ich weiß gar nicht, ob er was zu droppen hat, ehrlich gesagt. Das ist eine gute Frage, das könnte ich in meiner Erfahrung werden. Ja. Ich glaube, das steht alles auf dem Platz. Ein Termi-Command-Squad steht noch mit 2 Leuten in Reserve. Das ist genau das, was man darauf schocken will. Ich weiß nicht, ob er es gemessen hat, aber es sieht aus, als würde man rechts unten was auf die Kante kriegen. Ja, die Frage ist halt, wenn man die da haben,
Ja, ja, du musst wenn nicht da, haben. Wo sonst vielleicht? Also, na, das ist ja ein bisschen immer die Frage. Aber er wird sie halt so rausschwänzeln lassen müssen. Das ist natürlich äußerst unangenehm. Ja. Und dann kommen die Flamer, ne, die da unten stehen. Genau, und ich glaube, Manu sieht sich jetzt schon in irgendwo, ich habe das Gefühl, dass er in sich drin denkt, er müsste das jetzt machen, weil er ein bisschen auf den Hacken gerade steht, durch das, was Grischer da gespielt hat. Ja. Und das kann natürlich auch einfach ein Trugschluss sein. Ne? Eventuell muss er sich einfach überlegen, Grischer hat auch noch einiges in Reserve. Ich muss jetzt erstmal gucken, wie ich mich vernünftig gestaffelt bekomme, wie ich den Druck vielleicht auch aus der Gegner rausnehmen kann und sehr klar sein in dem, wie er spielt. Wenn er jetzt anfängt, an zu vielen Fronten auf einmal anzugehen, dann wird das in die Hose gehen. Ja. Aber das macht... Okay. Mach halt. Gott. Gegen... Ha? Du dreckiger. Okay, wir haben gerade ein Ergebnis gehört. Die Iron Hands von Flojo haben unseren lieben Jamil völlig zerschossen mit seinen World Eaters. Ja, ist vielleicht nicht das beste Matchup. Okay, die Attack Bikes stellen sich hier so rein, dass sie durch das Fenster die Bestie sehen. Ja. Macht sie. Genau. Ja, sehen alle drei, alles gut. Perfekt. Und wahrscheinlich sogar auch die Bloodletter hin. Ja, der hier nicht. Ja, warte, ich schiebe noch ein bisschen rein. So. So. Und so. Jo, das müsste stimmen jetzt. Einverstanden? Ja, passt. Okay. Die sind normal gefahren, die sind advanced. Also wenn ich mich normal bewege, sage ich es dazu. Also 14, ne? 17. Ah, 17, okay. Weil ich plus 3 bekomme. Ja, aber du musst mal gucken mit dem Drehen. Das also war die Spitze davon. Ich genau. Habe von der Spitze zur Spitze gemacht. Genau. Aber dann, ja. Also du kannst da mal gucken jetzt hier. Kannst. So. Und direkt dahinter. Ja. Und hier. Die haben jeder 4 Bolterschuss, ne? Und die 2 Meter jeder. Umbau. Dinge passieren. Stell mich hier hin und mach tatsächlich die Action, ja? Muss gucken, also ich könnte nur ihn teleportieren, falls du das ab. Den könnte ich da hinpacken. Ja, ne? Der kann gern kommen. Ja, alles klar. Und es ist Raffle Time. Seht ihr das Chaos in euren Bildern? Diesen wunderschönen, exklusiven Chaos-Rucksack gibt es jetzt im Raffle. Wenn ihr Ausrufezeichen Raffle okay, dann advanced der hier. Den Chat tippt. Und zwar zum Screen. So ist es. Ab. Man noch nicht an damit. Das heißt, hier kommst du nicht rein, hier kommst du nirgends rein. Dann hier. Noch nicht ganz tatsächlich. Also mich mit dem Ding Spot, nein. Auch nicht rein. Alles gut, nur hier, aber halt. Genau. Ich frage mich nur, was ich mit ihm mache.
lasse ich ihn drin. Nee, ich bleib drin. Also er kriegt dann keinen Minus. Raffo, ne? Ausrufezeichen Raffo. Er kriegt eh nie Minus, der trifft immer auf den Rucksack. Mhm. Das ist der. Wir enden aber das Ding so gegen nicht. Spielende. Das spare ich mir. Dann komme ich jetzt aber zum Beschuss. Okay, überleg. Die kriegen minus 1, die nicht, ne? Genau. Und der würde eh nicht kriegen, okay. Ja, alles klar. Gut. Die beiden Bikes schießen alles in die drei Screamer. Ja. Und das Bike hier schießt alles in die Bloodletter. Fange ich mit dem Bike an. Auf die dreien. Volle Rerolls durch Samuel. In die Bloodletter, ja? Genau. Minus 1, ne? Ja. Wegen Wald. Ja. Und zweimal. Einer tot. Dann zwei Melter direkt hinterher. Einer und eine Runde. Safe. Gut. Also einer tot. Und dann. Ja genau, ich wollte dich fragen, ist das okay? Ich nehme mal deine Schutzwürfe einfach auf meine Zeit und bei deinem Zug dann umgekehrt dasselbe. Das finde ich entspannter, ja, genau, als immer das Hin- und Her-Tappen. Nur wenn es irgendwie 20 sind oder ja, so. Ja, genau. Bei 3, 4 kann ich alle machen, ja. Genau, dann in die Screamer. Erst die Bolter. Mhm. Ja, das war dumm. Nee, ich fange mit den Melten. Ja, 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 das war aber sorry, ja, richtig gut. Schlecht. Ja, ja, nee, alles gut. Das war, ja, ich treffe auf die 3. Achso, du hast Rerolls komplett. Genau, ich habe komplette Rerolls. Es war aber auch dumm, die Bolter zuerst zu schießen. Ich hätte mit dem Melter anfangen sollen, aber ist okay. Zwei Runden. Ich kann die auch danach machen. Mach erst die Melter, wenn du willst. Ah, okay. Danke dir. Sehr freundlich. Alles gut. Darum ging es mir. Also ich wollte jetzt nicht den aber Ruf wieder... Aber es sind nur 2, ne? Sorry, genau. Ja. Entschuldigung. Alles gut. Hast du jetzt die anderen auch nur 2? Das waren 8. Das hat gepasst. Alles klar. Genau. Ja, auf aber 2. Danke für die... Dreimal? Dreimal, genau. Auf die Screamer, ne? Genau. Safe. Einer tot. Stehen 12. Und noch ja, okay. 2 tot. Ah. Ja. Das nehme ich. Ja. Ja, kommt jetzt nichts mehr auf die, ne? Das war's. Also du kannst aber chargen, ne? Das kann ich. Deswegen, dann nehme ich den hinteren natürlich. Lass ich den hinteren. Okay. Der Speeder schießt mit allem auf das Biest und die Rockets in die Bloodletter. Alles klar. Ich fange mit den W6 Schadenwaffen an. Ich greife auf die 3. Eine Wunde für W6. Ja. Komm durch. Jo. Für 4. Okay. Noch 3. Und dann 2W3 Schuss in die Bloodletter. 3. Und 2. Eine Wunde. Jo, einer raus. Okay, die beiden Cyclones hier rein. Mhm. 4. Okay. Nee. Das ist nix. Dann. Ja, alle 6 Schuss Melter hier rein. Von hier und die Bolter auch hier rein. Ja, schießen nicht durch den Wald, ne? Nee. Ja. Da schießen sie nicht durch den Wald, genau. Nee. Dann 3. 3. 2 Melter. Ja. Safe. Wie viel Schaden macht der? W6. Okay. Nein. Da gebe ich jetzt einen aus. So. Jo. Okay, und die Bolter verfallen. Ja. Genau, dann. Dann. Ah, ich habe die nicht aufgestellt. Ich habe es vorhin ausgemessen. Darf ich die noch 9 Zoll von deinem Feldskimmer entfernen? Ja, kannst du die schnell hinstellen? Sorry. Alles gut. Danke dir. Wird sie hier hinpacken, ja? Genau, einfach 9 Zoll. An der eine kann auf den Marker, dass wenn ich den Marker nicht halte, genau, und brauche 9 Zoll. Okay, wenn, falls ich den Charge nicht schaffe. Alles genau. Klar. Danke dir. Kein Problem. Okay, dann habe ich noch einen Cyclone da oben.
Ich will eigentlich nicht in deine Fiends schießen. Habe ich eigentlich keine Lust zu. Ja, die sind im Nahkampf, ja. Ja, richtig. Das, da kann ich, genau, also und auf die darf ich nicht schießen. Genau. Ja. Also schieß nicht auf die Fiends. Ja, töte ich da einen? Nee, komm, ich schieße auf die Fiends. Ich mache wahrscheinlich eh nichts. Zwei Hits, dreien, eine Wunde. Eins wiederholen wegen Talentmaster. Eine Wunde, ja, hält. Gut. Dann hätten wir das auch erledigt. Der macht nichts. Und dann schieße ich noch mit den Desolation Marines. Und zwar... Der Chef schießt mit seinem Castellan-Launcher und dem Mango-Launcher hier rein. Vier Stück schießen in die hier. Nee, sagen wir fünf. Und dann bleiben noch zwei. Die schießen in den Screamer. Okay. Fange ich mit den zweien an. Vier Schuss. Dreien. Und vier. Eins wiederholen. Zweimal. Eine Wunde. Jo, hat einer noch zwei. Legst du mal. Oder so, genau. Dann die fünf, habe ich gesagt, in deine Blattletter. Zwei, zwei, eins, eins. Dann auf die drei. Okay. Ei, schade. Und auf die drei. Eins wiederholen. Dann die beiden raus. Gut. Jo. Das ist jetzt die zweite Einheit, die ich mit Codex Warfare töte, ja? Und dann noch der Chef in deine Dämonetten. Erster Castellan-Launcher. Zwei Schuss, zweien. Dreien. Nix. Und dann der Vengo-Launcher für drei Schuss. Zweien. Und zweien, weil der hat Stärke 6, dann dreimal. Einer tot. Jo. Okay. Dann komme ich zu Charges. Meine Tech Bikes chargen deine Flamer. Brauche ich eine 6. Ja, du musst halt komplett bis hier, ne? Also 2. Und dann. Du kannst das hintere hier gerne nehmen. Genau. Stell das mal so hin, wie du meinst. Also 2 wärst du dann hier. Ja. Und von da kannst du mal messen. Dann ist es noch über 5. Genau, also innerhalb 6. Achso, eine 6 dann. Nee, innerhalb. Also. Eine 7, ja. Genau. Okay. Na, dann probiere ich das mal. Ist drin, ja. Ich gehe natürlich nicht in den Screamer rein. Genau. Dann chargen die Thermis deine Screamer, also die 5 Mann. Attack Bikes haben 4 oder 3 Wunden? Attack Bikes haben 4 Wunden. So, der eine steht hier direkt in der Wand auf dem Marker. Ja, genau. Hier. So, und der stellt sich hier hin. Wir können beide kämpfen. So der Plan. Dann den hierher. Also, er könnte jetzt nicht kämpfen. Okay. Dann muss der halbe sein. Ja, dann genau, dann bleibe ich da einfach raus. Und ich auf dem Marker ich könnte du, ne? mich höchstens, pass auf, ich mach's so. Hier stehe ich am Marker, ja? Und jetzt komme ich rein, oder? Ich glaube nicht, dass er halbe ist. Ne? Warte mal, wenn ich einen Reiter reinstelle, so, steht immer noch auf dem Marker. Also nicht, dass er jetzt auf 3 Attacken ankommt. Ja, also. Aber ich glaube, es geht, oder? Ja. Ja? Mach mal, ich glaube nicht, aber passt schon. Okay. Ja. Der stellt sich hier rein. Hier rein. Die probieren die 9. Jetzt zitterst du ein bisschen. Nein. Okay. Okay. Und dann chargen die natürlich noch die Screamer. Mit der 6. Dann erzählen wir doch mal eben kurz, was wir gemacht hätten. Und das ist relativ ähnlich.
Was Manu da jetzt macht, also er hat seinen Command Squad reingeholt, das habt ihr gesehen, ein bisschen ist erschossen worden, der Charge oben mit den Attack Bikes, die könnten die Flamer auf jeden Fall aufrauchen, Flamer gar nicht mehr so geil, was Abwehrfeuer angeht, deswegen hat er es auch nicht gezündet. Viele Attacken, DS ist egal, schlechter Save, könnte man sich durchknacken. Die Screamer werden von so ziemlich allen Terminatoren angegangen, Manu holt das Maximale am Slingshot-Momentum raus, sehr interessant. Ich denke, er wird halt beide Einheiten totschlagen. Und ja. Also dadurch, dass er die Screamer und die Flamer auf Marker 3 so bekommen hat, damit hätte ich nicht gerechnet, weil das gibt jetzt auch, die Screamer haben da halt geparkt, um jetzt auf den Marker zu laufen, wo der große Speeder draufsteht. Ne? Ja. Oder halt das Beast, eins von beiden. Wenn beides nicht mehr da ist, richtig kacke. Das ist halt... Das war ein schlechtes Save. Da tradet er dann einfach nicht mehr so schön drauf. Dann muss er jetzt die Fiends benutzen, um da reinzukommen. Weil die Bloodletter sind ja auch gestorben, die da an der Ruine standen. Interessant, dass er sich gespart hat, irgendwas mit dem Talonmaster zu machen. Sind nicht zurückgefallen? Ich glaube, nee, der stand da immer noch so. Aber der steht da gut heute. Kann man da mal parken. Er braucht ja auch noch Assets für den Rest des Spiels. Das muss man natürlich auch immer im Hinterkopf behalten. Ja. Und jetzt... steht er mit den Thermis quasi breitbrüstig auf der Mittellinie. Finde ich, kann er auf jeden Fall machen. Ja, hat sich auf jeden Fall wieder ins Spiel zurückgeholt. Auch das, ich finde, er hat das sehr smart angegangen, hat die Zweitwelle, sag ich mal, getötet, die nachkommt auf Marker 3 mit dem Beast. Ja. Das ist weg. Jetzt muss man natürlich gucken, wie die Fiends dann gleich durchdrehen. Der zweite große Speeder wird wahrscheinlich jetzt Ende im Gelände sein. Was er aber smart gemacht hat, ist, er hat sich den zweiten Trupp Attack Bikes in das Haus gestellt und die harren jetzt der Dinge, die da kommen. Und dann muss er halt aber auch noch schauen. Ja, die halt für die nächste Runde dann wieder auf den Marker, ne? Und dann muss er halt noch schauen. Also es ist ja ganz witzig, dass er irgendwie Summer Ale da hinten drin hat. Natürlich der screent aktuell aus. Der screent aktuell aus und der wird dann ab Runde 4 in der Mangelung an weiteren Optionen, mit denen er screenen kann, dann nach vorne hüpfen. Ja. Finde ich nicht gut. Nee. Fällt mir nicht. Meine Meinung wäre eher gewesen, dass er die Desolation-Jungs dann nach hinten schiebt und damit screent, dass er Samael vor den ganzen Laden bekommt. Er hatte die Thermis bis dato noch. Ja, wenn du den jetzt quasi hinter den Thermis stehen hast, genau, dann kann er nächste Runde zugreifen. Dann hat er mehr Zugriff auf das Spiel. Das wäre mir persönlich lieber gewesen. Ja. Vermutlich hat er ja auch die Talonmaster einfach da stehen gelassen, weil er den Wound Reroll haben wollte für die Desolations. Ja, das kann sein. Ich habe das Gefühl, dass er den Marker 6 richtig gut gespielt hat. Also der Drop da unten mit den beiden Command Squads, der blockt halt den Weg für den Fate Skimmer. Ja. Der kann da nicht reinchargen und die weghauen, das macht er einfach nicht. Das heißt, er kommt mit diesem Fate Skimmer, das ist vielleicht Fly, aber er kommt nicht auf den Marker, er kommt nicht über dieses Gebäude rüber. Ja. Das schafft er einfach nicht ganz. Und wenn er den da wegschießt, dann hat er da oben den Talonmaster hinter dem Billboard, der nächste Runde raufgeht. Er hat überall, auf allen Markern eigentlich, eine zweite Welle schon vorbereitet. Ja. Hat also das Ding, was Grischer gerade gemacht hat, genau so auch ausgespielt. Ja. Und Grischers zweite Welle ist aber zumindest für Marker 3 ein bisschen dünner geworden. Ja. Da muss man aber immer noch auf die Drops achten. Da steht ja auch noch einiges rum. Ja. Wenn jetzt hier irgendwie gleich 10 Bloodletters da irgendwo reinkommen. Ich bleib dabei. Das bleibt ein Spiel um die Primary. Und das wissen beide Spieler und genauso spielen sie es auch. Ja. Und Manu hat sich jetzt, holt sich das Maximum an Punkten für die Primary. Das ja, ist auf jeden Fall gut. Stehen da jetzt auch gut für Oath of Moment. Und Grisha blutet gleich Primary-Punkte. Ja, was hält er denn jetzt? Sein Marker. Sein Marker, den da links oben vielleicht noch. Nee, da sind ja die Screamer, die, glaube ich, müssten jetzt einfach eigentlich alle gegangen sein. Oh nee, sind noch da. Marker 3 hat er tatsächlich, da stehen 3 Chaos-Modelle und nur 2 der 3 Bikes stehen auf dem Marker drauf. Das heißt, dass Grisha tatsächlich eine Viererrunde kriegt. Nichtsdestotrotz, das ist halt auch nur eine Vierer. Das ist nicht so geil. Gut, mit mehr konnte er im Prinzip auch nicht rechnen. Ne? Er hatte die Screamer auf dem anderen, die sterben auf jeden Fall. Mehr war nicht drin.
Aber er hat da schon einiges rausgeholt. Also ich bin wirklich gespannt, wie Grischer darauf antwortet, wie die Drops dann gleich sitzen. Ja. Und inwiefern er die Dark Angels jetzt noch ein bisschen ausdünnen kann. Ja. Was droppt denn jetzt noch? Zwei Drops Bloodletter? Einer? Einmal Bloodletter. Ich guck mal auf sein Tablet. Wenigstens noch einmal Flamer. Also in Reserve bei Grisha. Sechster Trupp Fiends. Einmal Bloodletter, zweimal Dämonetten. Also das ist schon auch önig Zeug, um genau das Spiel zu spielen, das wir gerade besprochen haben. Also keine Flamer mehr raus. Okay. Das heißt, er kann auch so Sachen versuchen, wie mit Dämonetten die zwei Termis da chargen. Ja. Kann er machen. Kann er machen. Oder mit Bloodlettern. Kann er machen. Kann er machen. Es ist kein Safe Kill, aber die haben auf jeden Fall den Marker dann. Ja, genau. Aber die sterben halt auch durch den Talent Master wiederum. Ja, muss er natürlich auch mal gucken, ob er irgendwo Juicy die Drops ein bisschen kürzer halten kann. Also ich sehe wie die Verbindung zwischen den beiden Attack Bike Squad ist. Aber ich glaube, das ist ein sehr kleiner Kreis, der da gezogen wurde. Kann natürlich dann gut sein, dass, dass da kein Close Drop kommen kann. Was haben die? Einen 8er Moralwert? Ja. Ja, da kommt er nicht rein. Was er machen kann, guck mal, das Billboard ist ja die eigene Aufstellungszone, ne? Aber da kommst du auch nicht dichter dran, da an diesen Landspeeder. Das ist immer noch ein 9er Charge. Ja. Also vom Positioning her excellent. Ist es, genau, das Einzige, was halt frei zugänglich ist, ist der untere Kram. Da hätte allerdings dann der dicke Termi-Blob auch wieder Zugriff drauf. Eigentlich müsste man irgendwie was mit dem kleinen Termi-Trupp, der auf dem halbrechten Marker steht, machen. Ja. Und irgendwie das Command Squad angehen. Und das sieht nach Advancing Flamern aus. Ja. Ah ja, okay. Er klaut den Marker auf jeden Fall schon mal. Also er denied den definitiv. Ah, das wird knapp. Ja, wir geben mal auf die Jungs. Ja. Die sind da ja gerade wild am Mathe machen, hätte ich jetzt was gesagt. Der letzte ist dann sein. Also es kommt einer drauf, ne? Ne, zwei. Zwei? Genau. Also der zweite ist hier. Der stand da. Das ist 14. Okay. Passt, ne? Na gut. Können keine heroisch machen, ne? Auch advancen, ne, die haben 12. Konteste, ne? Also du kannst nicht hier irgendwie heroisch oder irgendwas hier rein machen, ne? Ne? Ja. 14 komme ich nicht hinter die, dann muss ich davor gehen. Das Flojo ist schon fertig. Verrückter Bub. Hat gegen Wildingers gespielt und angefangen, ne? Ja, gut. Ich sag mal, das ist ja auch deine Kunst. Blood Dive Points. Hat er sehr viele aufgebaut, aber dann hat er keine Armee mehr gehabt, um die auszunehmen. Kriegt man trotzdem 15 Punkte Pile des Skulls. Aber auch nicht mehr. Das reicht ja auch. Ja, ich meine für das Secondary, ja, so reicht's dann nicht, ne. Also die gebe ich am Anfang plus 1 zu hinten, hatte ich glaube ich gesagt, durch ihn. Bei dir schockt nichts mehr. Der geht durch den Wald 12. Passt das da? Guck mal, kannst du einmal gucken. Das 12 ist da, wo er steht dann. Mhm.
Einmal hier rein. Nicht in den Wald. 12. Dahinter. Ah, das war dumm, egal. Egal, hätte ich auch anders klären können wahrscheinlich. Ja, Moralwert. Was gab? 7. 7. 6. Das heißt, du hast minus 1, das heißt auf 6. Das wäre dann 6er Charge. Sechster Charge gleich. Der geht ein bisschen aus dem Weg nur. Verbessert Abwehrfeuer kannst du nicht geben, ne? Mit vollen Hit-Rerolls halt. Mhm. Aber das war's. Aber es sind 4, 4. Ja, ich bleib mal einmal im Nahkampf mit denen. Die können eh nicht schießen, wenn die rausgehen. Der Charge muss klappen, auf jeden Fall. Die Manette macht die Aktion hier wieder. Guck mal gleich, die würden gleich hier shoppen. 6. Ist abgebrochen gerade. Könnten da shoppen. Innerhalb von 6 alles. Letzte. Hier noch hin. So.
So, Freunde, während Grischer hier noch wilde Abmessungen vornimmt, wollen wir mal uns erstmal mal wieder bedanken bei knapp 50 Zuschauern. Das ist geil, aber da geht natürlich auch eine ganze Menge mehr. Von daher sagt allen Bescheid, die Bock haben, schönes 40k zu gucken. Die dürfen gerne heute einmal rumkommen. Drückt den Like-Button, haut auf den Abo-Button und immer noch Ausrufezeichen Raffle. Es gibt einen richtig, richtig sicken Rucksack mit Chaos-Symbol zu gewinnen. Der ist wirklich schick anzuschauen. Ja, lebensbejahendes Grau. Und vielleicht sogar nett zu tragen. Ja, der macht bestimmt so richtig damit blutige Striemen. Damit der neuwertig bleibt, habe ich ihn jetzt nicht komplett einmal übergezogen. Das ehrt dich. Das ehrt mich auf jeden Fall. Das finde ich auch. Und für alle, die unseren Stream mögen und gerne uns ein wenig supporten wollen, hauen wir nochmal einmal unsere Links rein. Ihr könnt Patreon bei uns werden. Und wenn ihr Patreon werdet, dann bekommt ihr einen kleinen Discount mehr beim Taschengelddieb. Außerdem seid ihr in unserer monatlichen Verlosung, die wir zusammen mit dem Taschengelddieb machen. Da seid ihr automatisch mit drin. Und nach 6 Monaten bekommt ihr unsere super Sonder-Special-Würfel zugeschickt. Die neueste Edition, das sind nicht die roten, die ihr hier gerade seht. Die roten kann man kaufen im Store ab Montag, in unserem Merch-Store auf battleground-tabletop.de. Ihr bekommt dann die schwarzen mit Türkis. Die gibt es auch nur so. Most Wanted Würfel des Tages. Wir haben hier einmal kurz den Sack hingestellt und alle waren, boah, geil. So, und ihr kriegt die dann, wenn ihr 6 Monate lang große Patreons seid oder wenn ihr gegen uns am Tisch steht oder hier am Streamtisch. Da könnt ihr also eure Chancen gerne mal irgendwie abwägen. Ich würde grundsätzlich empfehlen, Patreon sein bei Target Priority ist immer eine gute Sache, auch wenn man verfrühte HAO-Tickets haben will für den Oktober. Die kriegt man dann nämlich auch, zumindest die Chance. Wenn ihr euch aber nicht so lange committen wollt, dann freuen wir uns auch über einen Kaffee auf ko-fi.com/targetpriority40k. Da gab es auch schon den einen oder anderen. Der wird hier auch direkt umgesetzt, kann ich auch versprechen. Ihr unterstützt uns einfach damit, damit wir diesen Spaß hier häufiger machen können oder auch in der Qualität machen können, wie es jetzt nun mal der Fall ist. Das Ganze kostet uns auch ein bisschen Geld. Wir machen es sehr, sehr gerne. Wir wollen damit auch kein Geld verdienen, aber am Ende des Jahres ein bisschen weniger im roten Bereich sein, das wäre schon schön. Ja. Danke an alle Patreons, die das hier überhaupt möglich machen, dass wir diesen Weg machen, das ganze Zeug hier anschaffen. Das ist schon eine ziemlich coole Sache. Danke. Genau, das geht ja auch immer alles in den Stream quasi rein. Also die ganze Technik ist ja auch eigentlich nur angeschafft, weil wir so tolle Patreons haben. Von daher, ja, allerherzlichsten Dank. Und dann gehen wir nochmal wieder auf die Spieler. Mhm. Mal gucken, was da Interessantes geschieht. Ich drehen, denken da. Stehen wir dahinter, okay. Dann geht der. Der muss sich drehen. Genau. Der dreht sich erstmal mit der Base 4 Zoll. Ich kann so rumdrehen. Hat mich zugeblockt. 4 Zoll. Ich kann mich nicht drehen. Stimmt. Ich muss erst zurück. Soll ich da hinten hin? Das ist so. Obwohl, die sind, da stehen ja noch gar nicht, ne? Bewegt den natürlich her. Hier 5, so, 2. Dann nochmal. 4 so. 2 so. Gehe ich ja immer so. So. Der hier geht in 6 Zoll zur Mitte. Dann schocke ich die nachher, ne? Die kommen wie bei Warp Lucas, oder? Genau. Muss halt 6 Zoll von ihm sein, einfach. Dann. Jo. Okay, dann sie. Obwohl, ich packe die noch hier hinten hin. Oder? Nee.
Lass ich noch ins Reserve. Okay, Psi. Jo. Der auf den Smite. Oh, sorry. Komm. Okay. Willst du bannen? Nee, alles gut, alles gut. Für drei? Drei? Ja. Dann macht er den Spruch mit neun Würfeln. Achso, willst du nicht bannen, ne? Acht war das? Nee, will ich nicht bannen. Eine? Eine, ja. Da gebe ich CP aus. Mach noch ein Gate in die. In ihn. Ja, Plat 3 dann. Plus 1. Mach ich einen 5er Fear No Pain auf die. Komm, nicht. Kannst mit den Bannen einmal, mit den Bannen einmal, ne? Ja. 24 sind die eh drin. CP aus. Komm. Bann. Nein. Nee. Das war der Bann von denen da, ja? Okay. Da mach ich einen Warboy Tool. Komm in der 12. Yes. Nein. Ah, so gerade. Ist klar. Okay. Dann schießen. Er hat es wahrscheinlich nicht geschafft. Nein. Sieht nichts. Schießt der mal auf den Dicken hier einfach. Jo, auf die 4. Jo. 2, Stärke 9, einmal. 4er, hält. Ah, der ist Advanced, hat 4er Retter, ne? Ja. Okay. Ansonsten hätte er einen 5er gehabt. Dann. Genau. Dann die 3 in deine Thermis. Ja. 6 plus 9 sind 15. Das ist richtig. Dann auf die 3 und auf die 4. Auf die 4, die sind Advanced? Ah, okay. Okay. Und auf die 3, aber auf, jetzt 4. Auf die 3. 4. Ah, ja, klar. 1 wieder. Zweimal. Ja, danke. Fates, ja, zweimal. Ja, auf den in Deckung, ein Schaden. Okay. Dann die anderen 4 in die. Sind 10, 19 plus 12 sind 31. Sind 20 jetzt. Die auf die 3 aber. Ich überwunde die mal durch, ja. Zwei, vier, sechs, genau. Acht. Die nehme ich einfach. Ja. Auf den Zweier. Okay, der Tod. Und dann auf den Dreier. Hält. Okay. Dann die noch hinterher. 3. Und auf 4. 5. Ja, kannst du machen. 3. Eine Runde. Okay. Klar. Der hat geschossen. Charges. Die zuerst. Ups, die Bloodletter. 3W6 Charge. Auch eine 6. Eine 6. Gerade so. Yes. Gibt schon Bier? Dann die in den. 4.
Leute, 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 also einmal einen krassen Shoutout auf jeden Fall an unsere Spenderfreunde. Nochmal Melli, ein Zehner, sehr, sehr, sehr geil. Walla freut sich also über einen mehr. Elf, saugeil. Dann Juicy, du altes Tier. Vielen herzlichen Dank für den Zwickel. Ganz, ganz, ganz fantastisch. Oh, du bist Klotschäden. Ah, okay. Klotschäden dann offensichtlich aus der Nähe von Nordhorn, würde ich jetzt mal sagen. Und Raupe mit dem Kaffee. Vielen herzlichen Dank. So, dann die in deine Teams. Ja, müsste ich in die Thermis mit denen? Ah, sorry. Das ist eine 10. Ja. Wer möchte den basen? Zehn Zoll. Stell die mal oben. Ne? Ha? Also wenn du da dazwischen passen willst, dann musst du noch ein bisschen weiter rüber, weil so steht er, glaube ich, gerade noch in der Base. So ungefähr. Also wenn du von oben guckst, dann passe ich auf jeden Fall dazwischen, wenn du jetzt von hier guckst. Siehst du? Ja, okay, stimmt. Ja, ja, alles gut. Und von hier sieht es so komisch aus. Ja, ja, ist immer die schräge Ansicht manchmal. Ne? Also 10 Zoll, der geht dann bis hier. Yes. So, die anderen hinten dran. Also der könnte theoretisch auch dann über den hauen. Ne, der geht hier hin. So, 10 Zoll passt der locker hier hin. Oh, sorry. Dann die, obwohl der hat sich jetzt verbaut, ne? Ja. Dann bleibt er erstmal dahinter noch. Dann wollen die? Jo, warte mal. Die müssen jetzt trotzdem ein bisschen an die Seite. Das heißt, die brauchen eine 7 bis 8. Warte mal, geh mal drauf. Ja, eine 7. Ich kann ja hier hinstellen, ne? Also eine 6. Ja, dann musst du ja trotzdem drum rumlaufen. Ja, ja. Also ich glaube eine 7. Denke auch so. Also mit einer 7 komme ich hier auf jeden Fall hin. Ja, genau. Innerhalb. 7 ist okay. Ja. Passt. Also ich meine in dich rein mit einer 7. Ach so. Ja. Ja, ist über die Häuser immer blöd zu messen. Würfel halt mal, vielleicht macht es keinen Unterschied, aber ich glaube, es ist die 7. Ja, easy, alles gut. Ja. Braucht man da gar nicht rumdiskutieren. 9. Ja, komme ich bis da hinten, also gehe ich mal bis hier. Jo. Oh, ist das scheiße hier. Ja, ich bin gerade ganz froh, dass ich nicht du bin und die da reinfriemeln muss, ey. Ich stelle die mal jetzt hier oben hin, ich mache mal gleich den Pile, okay? Ja, ist okay. Ich stehe einfach mal hier hinter. Wir können die Würfel auch, schau mal. Ja, danke. Mal hier hin. Ups, der war auf dem Marker. Jetzt mal dahin, okay. Zweite P hast du zum Unterbrechen. Ja. Safe, okay. Mhm. Den da weggenommen. Dann fange ich an mit den Fiends hier. Der geht nur da, das ist ja die Base, ne? Wie gesagt. Der geht so. Also der letzte wird da nicht zuschlagen können, leider. Ich glaube, die beiden an der Seite, also ich glaube, 2 läuft, aber ich glaube, 3 bekommst du nicht in 0,5, weil die Base ja rund ist. Weißt du, wie ich meine? Naja, aber ich komme ja hier 0,5 und hier 0,5 blocken. Aber das ist ein halber Zoll. Also einen ja, aber wenn du schräg gehst, glaube ich, wird es schwierig. Nehmen wir mal weg. Also, gucken wir. Wie breit, wie lang die Base ist hier. Ja, easy. Also ich will da nicht rumnörgeln, nur ich glaube halt, wenn du dann zur Seite hier bist, siehst du. Ja, man kann das halt echt so scheiße lassen. Ja, ja. Aber ich glaube, es ist weiter als ein halber Zoll. Ja, okay, lass mich einfach so. Also 2 würde ich dir geben, aber 3 nicht. Also hinter der Mauer. Mal. Ich könnte ja, wenn ich die einfach so stellen würde, ich könnte ja einfach hier reingehen, okay? Das kannst wenn du das okay machen. Ist. Ja, das dann würde ich das machen. So machen. Dann könnte er trotzdem nicht zuschlagen. Der geht dann einfach hier hin. Zack.
So. Dann kann ich mit 5 zuschlagen. Sind alle voll, ne? Ja. Das ist der Spenden-Song, ja. Der ist furchtbar. Ja, weißt du, was hier drüben am Tisch haben liegen lassen? Das wird direkt eingesammelt, ey. Witzboy. Ja, nee, ja, also hast du mich jetzt aufgedreht, weil du dredelst da an den Reglern, aber nur den einen, aber nicht den anderen. Vielen herzlichen Dank, Pai Mai, für den Patreon und natürlich auch Silvio Bühne. Ganz hervorragend. Auch viele liebe Grüße nochmal an alle, die schön gespendet haben auf Coffee. Schön so weitermachen. Wir freuen uns gar sehr. Boah, die wollen doch nur ein extra Ticket frühzeitig bekommen. Genau, wir wollen alle Tickets. Oh yeah. Ja, und wessen Gehirn besser mit direkten Belohnungen funktioniert, der kann natürlich auch einfach in den Konsum einsteigen und geile rote Würfel, wie sie hier auf dem Stream benutzt werden, oder geile rote Objective Marker, wie sie hier auf dem Stream benutzt werden, in Target Priority Official Merch Design zu kriegen. Der geht auf Battleground Tabletop und kauft die Door. Der geht noch. So. Fertig. Ja, kann gar nicht. Ja. Das sind 7 Thermis, das sind 21 Attacken, 4. Mhm. Achso, der eine in den dann oder was? Der ja. Hier? Der? In den dann? An den. Alle in die Dämonetten. Ja, okay. Ja. Ja, die waren beide gebased, aber ist egal, passt schon mal. Okay. Für minus 1? Ja, auf hast du 4. Sowieso, ja. Und dann 2. Ja, die alle. Nimm dann. Hältst du 4? 2, 4, 5 halte ich. 7 sind tot. Ja. Ich weiß nicht, wo die Dings jetzt sind. Hast du alles? Super, ihr macht das ganz fantastisch. Das ist großartig. Ich liebe Grüße von allen Zuschauern. Weil die haben sehr viel Spaß. Ist dann perfekt. Ist egal. Dann kann ich den nachbeilen. Na klar. Base dich nur da. Zack, zack. Dann 12 ja. Attacken, 13 mit der Chefin. Ja, genau, wie auf dich. Achso, sorry. 3 Stück. Mhm. Ich guck mal kurz, ob ich einen noch rerollen kann, aber. Dann ja, drei. Einen noch, die 1 noch einmal rerollen. Nee. Dann geht ein Schaden rein. Ja. Dann einer noch 2. Okay. Okay, dann mache ich da hinten weiter. Yes. Oh oh. Nehmen wir das mal kurz. Mhm. Zum Thema Baltic Cup fällt mir noch ein, kann mir jemand ein Hotel in der Nähe empfehlen? Ich habe mich da noch nicht gekümmert. Zwei durch die Klauen und einer durch den Schwanz, genau. Der eine ist von da oben. Also 3 hier und einer fehlt daher. Also nur 3 geschafft? Du hast nur 3 geschafft, ja. Delightful Agonies war auf den, oder? Genau, das ist hier geblieben. Jo. Stärke 5 auf die 4. Brauchst du was? Deine Saves, gib dir Zeit. Minus 3. Das war auf die 6. Hier, genau. Ja. Ja, tot. Ja, genau. Kann ich einfach weg. Oder warte mal. 1, 2, 3, ja, oh, sorry, genau. Easy, dann darfst du nachfallen. Ups. Ein Teil ist mit vorne. Zack. So, also näher zu dem, ne? Ja, fast. Yes. Dann hier.
gehe so. Jo. So. Treffen wir auf die Zweien jetzt. Boah. Shit. Und auf die Fünfen. Einsen Reroll. Wo sind die? Minus zwei. Tot. Tot, okay. Platz. Studiert, ja. Dann W3 für deine Fiends. Für eine. Sind deine noch drin oder nicht? Ja. Schau mal, sagst du, mess mal nach. Das sind 3, nur 3 Zoll? 6 Zoll. Achso, 6 Zoll dann? Mhm. Schau mal. Ja, auf jeden Fall. Okay, und dann die wahrscheinlich auch, ne? Nee. Der hier. Nee. Schon... Also, wenn du von oben guckst, nee. Ist nicht drin. Aber kannst du mal gucken, wenn du willst. Jo, dann für mich. Zwei. Und für dich hatten wir schon, ne? Genau, den habe ich hier angelegt. Eine Wunde. Ah. Peilen dich rein hier. So, so. So. Na, der bleibt auf dem Marker. So, so. Okay. Da bist du hier rein? Genau. Da bist du. Zeit. Kappen wir Reh? Ja, wir kappen Reh. Das war Grisha Turn. Und er hat im Prinzip erstmal gemacht, wie wir schon besprochen haben. As expected, ja. Yeah. Marker rechts, beide klauen. Auch gar nicht aggressiv, einfach nur denyen. Genau. Den Marker links oben hat er sich mit dem Charge, mit dem Bloodletter dann wiedergeholt. Wenn er nicht klappt, ist halt doof. Aber das ist halt ein 3W6, im Zweifel wiederholbarer. Den kann man auch einfach mal machen. Steht er mit den Fiends in den anderen Attack-Bikes drin? Müssten wir gleich mal nachfragen. Auf jeden Fall hat er mit den Fiends den dicken Landspeeder da abgeräumt und ist sehr weit in den Gegner reingepeilt. Dann ist er mit 6 Fiends und Dämonetten in die Thermis, hat da 3 getötet. Was? Hat 3 davon getötet und im Gegenzug, glaube ich, 7 Dämonetten oder so tot. Cool. Also das ist auf jeden Fall ein fairer Trade. Das ist das, was ich gesagt habe, die haben sich da jetzt verwickelt. Ja, quasi. Und die können jetzt halt einfach noch eine Runde darauf einprügeln und dann ist es vielleicht auch schon zu spät. Was aber natürlich jetzt passiert, ist, dass die beiden Tunnelmaster rechts die Flamer abräumen, vielleicht auch den Fate Skimmer und dann ist Grisha halt auf der Seite ziemlich blank. Ja, mal gucken, was mit dem Fate Skimmer wird. Ich meine, der hat immerhin 3er Retter im Fernkampf. Ja, im Nahkampf wird er, glaube ich, nicht angepackt werden, außer der Master hat da irgendwie Bock drauf, aber... Kann er sich vielleicht als Backup irgendwie lassen? Er könnte ja noch wieder wegspringen, wenn er will. Aber die Flamer sterben halt im Nahkampf gegen die Thermis. Das heißt, den Beschuss kann er woanders reinsetzen. In der Reserve hat Grisha jetzt noch einmal Dämonetten oder zwei? Einmal. Einmal. Also auf jeden Fall müssen jetzt mal Samael und die Desolation-Jungs halt anfangen mitzuspielen. Sehe ich kaum. Ich sehe das schon so, was ich sehe, ist, dass Samael vielleicht in die Fiends kommt. Weil du könntest halt jetzt einfach mal anfangen, selber Druck aufzubauen. Weil ich glaube, Manuel muss ein bisschen jetzt einen anderen Gang einlegen. Du hast vollkommen recht, du könntest jetzt noch einen Zug machen, wo du eher Ruhe bewahrst. Ich glaube aber, dass sich Grisha in der nächsten Runde dann doch arg festbeißen wird. Beziehungsweise, was vielleicht wichtiger ist, dass er jetzt gerade in einer sehr, sehr fragilen Situation ist, wo er mit dem Gegendruck gar nicht so gut umkam. Genau. Ne? Ja. Wo es dann auf einmal heißt, oh, die ganze Flanke ist blank und auf einmal bist du gar nicht so weit weg von meinem Homemarker, also wo auch nur so ein Exalted Flamer draufsteht. Ja, wenn Manuel jetzt halt Ballsy reinmacht, dann kann er halt Grisha wirklich schon extrem viele Zehen. Du kannst richtig wilde Sachen machen. Spring mal mit dem Talonmaster da hinten, flieg rüber, spring in den Exalted Flamer und klaue den Homemarker. Mach mal sowas. Zum Beispiel. Richtig gut. Ja. Gefällt mir auch richtig gut, die Idee.
Weil die Fiends, die sind da gebunden, die machen gar nichts. Also der hat auch dann nicht viel, was da was gegen tut. Ah, Frankie, danke dir, das freut mich. Oder? Also der ist dann da relativ safe. Dann macht er seinen nach dem Schlagen-Move, springt dann auf den Marker hinter die Ruine. Ja. Dann kann er nicht mal angesmited werden oder so. Ja. Das ist auf jeden Fall super. Mhm. Gefällt mir. Und mit dem anderen Talentmaster geht er auf Marker 6. Ist dann aber natürlich auch ein Asset, wenn die 10 Dämonetten dann halt mal auf den Heimmarker reinkommen, dann ist der Talentmaster halt aber auch Geschichte. Ja, aber ich glaube, das ist das Invest ist wert. Ja, das muss man nur jetzt abwägen. Also wenn die 10 Dämonetten auf den Heimmarker kommen, dann war es das schon wert. Ja, das ist das natürlich genau das, was er mit Gegendruck jetzt erreicht. Wird, ne? Dass er eben nicht mehr auf seinen Markern gekämpft wird. Dass seine drei da sicher sind und er dann bei Grisha auf den Markern spielt. Ja, das ist jetzt ein bisschen das, den Krieg zum Gegner tragen. Ja, ziemlich entscheidend für den Damage-Output ist tatsächlich, ob die Attack-Bikes gebunden sind. Das bringen wir gleich in Erfahrung. Die Bloodletter links oben sind natürlich noch irgendwie ein Asset. Und was genau da links unten drin steht, das kannst du auch mal in links gehen. Unten, da steht, was man sieht. Also die 6 Fiends, noch 3 Dämonetten und 7 Timies. Nee, da. Achso, da steht noch was. Da Kram steht. Den habe ich nicht gesehen. Da stehen tatsächlich noch die Dämonetten von damals, der Squad, der auf dem Feld geschadet ist. Da stehen irgendwie 7 Dämonetten oder so. Dann ist der Move mit dem Telemaster nicht mehr so geil. und ja, die Bikes sind tatsächlich engaged. Also die schießen gerade keinen Multimelter in Fiends. Es hat etwas an Erotik abgenommen. Dass du die nicht drehst, ne? Aber passt schon. Achso, der hat eine Wunde vom. Also ja, von explodieren. Ich dachte gerade, ich konnte ihn nicht schlagen. Aber danke dir. Also ich habe noch 10 Dämonetten, sonst nichts mehr in Reserve, ne? Einer auf dem Marker, ja. Findest du die sehen cool aus, oder? Geht. Aber ich finde sie nicht so schlimm wie hier auf den Bildern. Weil wenn man sie so vor sich sieht, geht schon. Die ist noch zu? Die ist noch zu, ja. Thank you.
21, oder? Wie weit? 23. Hm? Ich hatte eine 2 beim Advanced. Achso, für ihn hast du schon gewirbelt. Genau. Das habe ich mich gerade drin erinnert. Kommst nicht drüber, oder? Doch. Ich überlege noch, wo ich genau hingehe. Also 23 hast du? Mhm. Ja, würde ich tatsächlich da direkt ans Haus reingehen. Also genau, oben hier drauf? Ne, hierher. So. Im hinteren Teil der Base komme ich ja bis da. Ja, damit kommst du aber nur bis da. 23. Genau. Du musst auf 23 auf die Base gehen. Ne, damit musst du ja drunter kommen. Ja, du musst ja unter das Haus kommen. Du musst ja all die ganze Bewegung. Schau mal, der hintere Teil meiner Base ist hier. Dann komme ich über das Haus drüber. Also du musst von dem Modell das hintere Base-Teil gucken. Und das da, ne? Aber du kannst. Von der Base aus, ne? Nicht vom Modell. Nein, nee, Modell. Ach so. Ja, du musst ja da nicht platzieren. Das kann ich ja trotzdem. Du kannst hier hingehen. Ja. Also nicht hinter das Haus, aber hierhin kannst du gehen. Okay. Dann würde ich die noch ein bisschen zurückziehen wollen. Im Prinzip auch nur so. Genau. Okay, dann den anderen. Bleib im Nahkampf stehen. Ja. Nee, du kämpfst vor mir, ne? Ja. Ob ich da viel mache, weiß ich nicht, aber ja. Auf 1 CP, ne? Ja. Hast du nicht ausgegeben? Ja, doch, für vorderen Schub. Ach so, okay. Ja. Ja. Doch aus? Ja. Okay. Wir können dann aber nicht schaden. Oder? Nee. Okay. Da. Ja, gucken wir mal. Also, der Talentmaster schießt seinen Heavy Bolter hier rein. Nee, Quatsch. Die schießen ihre Bolter in die Bloodletter. Ja, und die Multimeter da rein. Ja. Fangen wir mit Meltern an. Nice. Fünfmal, vierer Retter. Zwei. Ja, und der erste, tot, tot. Ja. Dann die Bolter. Die gehen in die Bloodletter, ne? Wie bitte? In die Bloodletter. Genau. Kriegst du nicht minus eins Fallback? Nee. Okay. Auf vier. Drei Stück. Zwei. Nehmen wir meine Zeit. Der kann die sehen, oder? Ja. Also nehme ich die beiden weg. Okay. Aber sollte ich dich trotzdem noch sehen, schau mal. Nee. Nee, gehst du drüber. Oh, meine Zeit. Ja, deine Zeit wieder. Die Desolator schießen ihre Raketen hier rein. Mhm. Der Chef schießt hier rein. Ja. Und die Castellan-Launcher alle hier rein. Alle da rein, ja. Genau, das sind 7 Stück, also 21 Schuss. Also mindestens 3, ja. Vertraust den Roten nicht mehr, ne? Ja, die sind auch so groß. Ich mag das irgendwie mit kleinen Würfeln lieber. So, eins wiederholen.
Schießt keiner durch den Reit wahrscheinlich. Ich krieg aber. Auf 2, ne? Nee, ich krieg minus 1 PS. Achso, deswegen. Weil ja. Ich gelaufen bin. Minus 1 PS, weil indirekt und minus 1 fällt, weil ich gelaufen bin. Also das waren 5, ja. Alles klar. Genau, richtig. Ja, dann war ich schon wieder hier und. 2, nee, der Hunde nicht. Der auch nicht. 5 Stück. 3 Tote? Ja. Und der Dicke war jetzt in den, ne? Oder der Rest? Nee, der Chef schießt noch mit seinem Indirekten in die Dämonetten und die 7 Fetten da rein. Da treffe ich auch auf die 4. Die 7 Fetten kommen noch zusätzlich, okay. Weil da schieße ich direkt und dann auf die 2. Also kannst du an beide Waffen schießen? 4-mal kann alles schießen, genau. In die Dämonetten, ne? Ne, in die Fiends. Ach so. Nee, 3 plus 3 Schaden und sind 3 tot. Üsch, okay. Okay, und dann noch der Chef. Blau ist der Kastellan, rot der Vengor Launcher. Dann hat der Vengor Launcher 4 Schuss. Huch. Und der hier, der 3 Schuss, genau, der trifft dann auf die 2. Ups. Ich darf 1 wiederholen. Und wundet die Roten auf die 2, weil Stärke 6. Und 1 wiederholen. Und dann die alle auf die Dämonetten. Zwei. Dann steht noch eine, ne? Zwei. Zwei. Okay. Der Talon Master schießt seinen Heavy Bolter hier rein, seinen Assault Cannon hier rein. Mhm. 6 Schuss Heavy Bolter. Alle. Vierer Retter für 2 Schaden. Jo, hat's hinter sich. Codex Warfare, ne? Das war eine schwere Waffe, ne? 2 Punkte, ja. Und dann 12 Schuss in deine Hand. Minus 1? Ist ihm egal. Ach, das ist der? Ja, okay. So. Ne, die beiden waren nicht. Die, genau, eine, genau, ja. Ja. Eine oder zwei sind mir aus. Ach, meine Zeit. Okay. Einer tot. 5x4 No Pain habe ich noch. Einer mit 3, auf 1. Jo, alles klar. Achso, einer auf 1, ja. Die können nicht chargen, hier kannst du nicht chargen, dann nicht stehen, ja. Er schießt seine Rakete im Frag-Profil. In die Dämonetten, oder? Yes. Okay. Okay, minus 1. Ich bin stationär geblieben, das heißt auf die 3 zurück. Darf 1 wiederholen in die Sammelhilfe. Und wunde dich auf die. Stärke 3, ne? Oder? Ja, ich glaube, so ist es. Das war eine 4. Die habe ich gedreht. So, 4 Stück. 5 Stück. 2. 2. Wer kann noch? Keiner kann mehr schießen, ne? Doch, Sammelhilfe noch. Wer sieht die auch? Wer sieht die alle, ja. Okay, genau, Samael schießt seinen Bolter in die Fiends, sein Plasma hier rein. 2 Schuss Plasma, treffen, 2 Wunden. In die Fiends? Ne, in die Dämonette. Okay, beide. Ja. Recht. Und in die Fiends. Er hat sich selber Hit Rerolls gegeben. 5-mal. In die Fiends? Jo. Einer. Jo. Wie viel Schaden? Nein. Shit. Schade. Hätte ruhig sterben dürfen. Okay. Schießen durch, ne? Nee, er noch. Hat er nicht geschossen? Nee, das war er. Okay. Da ist immer noch einer, der schießt. Heavy Bolter hier. Assault Cannon. Die 3 Flamer. Ja. Okay, als erstes den Heavy Bolter. Eine in die Dämonette. Safe. Frech, steht. Der war frech dann. Ja, macht man nichts, ne? Ist halt so. So, ja.
2, 4, 6 in die Flamer. 2 Bunnen? Ja. Okay. Charges? Beides. Das heißt beides, beide Flamer Units. Yes. Dann stelle ich mich mit 5 Zoll hier direkt einmal rein. Okay. So, einer hier. Dann geht einer hierher. Ja. Einer geht hierher. Und einer geht hierher. Okay. Dann charge der Samae. In die Flamer, ja. Jo. Locker. Und dann der Talentmaster noch. Ja. Dann die Attack Bikes, die Bloodletter. Okay. Reicht das? Ja. Nummer 4 easy. Ja. Check ich dich hier hin. Ja, das wirst du jetzt nicht mehr viel schaffen, aber es kommt sehr offensichtlich, dass wir hier ein unglaublich spannendes Spiel sehen. Ja. Die Charges kommen natürlich rein. Die Ballerei war wirklich, wirklich gut. Das Paket Fiends hat völlig zerstört. In der Mitte, glaube ich, steht jetzt noch eine Dämonette. Hinten raus steht noch eine Dämonette. Flamer werden jetzt angegriffen. Grisha, gehen die Ressourcen aus? Ja, wir haben es gerade auf Mike gesagt, das Damage Race gewinnt der Manu halt einfach gerade hart. Ja. Er hat fast noch seine ganze Armee auf dem Feld. Und Grisha schmilzt gerade so dahin. Er hat genau das gemacht, was wir auch gedacht haben, wie er spielen muss. Halt Primary Deny, Deny, Deny. Aber scheinbar, er kann jetzt nichts mehr nachschieben. Ja, also er macht das halt nicht nochmal. Ihm gehen die Wellen aus. Also Manu ist jetzt aber auch nicht unbedingt da, dass er jetzt noch weitere Wellen hat, die er nachschieben kann. Naja, aber seine Vorfront bleibt halt. Genau. So, ne? Also es ist gar keine weitere Welle benötigt, weil das, was jetzt da ist, höchstwahrscheinlich gar nicht mehr wegschmilzen wird. Genau. Ja, also den Thermi-Blob da aus der Mitte wirst du nicht mehr wegschälen. Genau. Und wie ich finde, auch da exzellent auf Manus Seite gespielt, wirklich forciert, das Beast of Nurgle auszuholen. Ja. Weil das würde jetzt richtig nerven. Das würde sehr, sehr nervig sein, weil das eine unglaubliche Varianz mit reinbringt. Das hätte da hinten auf dem Marker 3 richtig für Ärger gesorgt. Ja. Und jetzt wollen wir mal gucken, ob alle Bloodletter denn nach Hause gehen. Sind 2 Flamer tot? Ja. Dann der Telemaster. Achso, Samael war das, ne? Ja. 2 Wunden für 1 Schaden. 2 Wunden die für 1 Schaden. Ja, 1 auf 1. Oh, sorry. Ja, alles gut. Ist auch scheißegal, das wäre eine 6. Also ich würfel immer noch mal gleich ab jetzt. Also wie immer jetzt. Einer ist auf 1. Samael, genau. Dann hast du entfernt, peile ich hierher einfach. Er peilt dann hier ran, dann aktiviere ich sie hier, er stellt sich hier hin. Nee, das geht nicht. Ah ja, genau, nee. So rum hier, so rein, ja? Okay. Genau, und er geht so hin. Okay. Dann schlagen 2 Stück in die und 2 in sie. Ja. Ich fange mit den beiden oberen an. Oberen sind die. Genau. Ja. Genau. Der Sergeant steht hier. Ja. Das heißt, 6 Attacken in die oben auf die 3. 1 wiederholen, auf die 4 meine ich. Ja. Und auf die 2, 4 mal 6er für 3 Schaden. Tot. Tot, ja. Und dann dasselbe unten mit einer Attacke mehr. Achso, ein 1er wiederholen, ja. Genau. 4 mal 6er. Tot. Ja.
Okay. Ja, warte mal, nee, er bleibt hier stehen. Dann peilt er nämlich 3 Zoll rein, hinter die Mauer. Dass da 2 auf dem Marker stehen. Er peilt hier hin, er bleibt stehen. Okay. Dann war's das, ne? Mhm. Das war ein bisschen verrückt. Hier das Moralwert-Test würfeln und hier auch. Nee, da sind 2 gestorben. Stimmt, da 2 und da 3. Da sind auch nur 2. Auch nur 2, dann bei den Bloodlettern. Genau, da stehe ich automatisch. Okay. Gut. Punkte. Ich habe eine. Genau. Eine Unit, sind 2 Punkte. Codex Warfare. Ja. Yeah. War es nicht mehr? Nee, nur die Unit. Jo. Okay. Dann Oath. Bin vollbacked. Charakter habe ich keinen erwischt, genau. Und Data Intercept. Eigentlich gemacht. Hast du nicht gemacht? Du bekommst. 4er Runde. Genau. Ach so, sorry. Ich schlag da noch zurück natürlich, ne? Stand der in Engagement Range? Ja, ja, klar. Deswegen habe ich ihn ja gelassen. Dann muss er rausballen. 3 und 2. Dreimal? Minus 3 wundet nicht. Hä? Die 3 wundet nicht. War eine 3 dabei? Ja. Stärke 5 auf Tabus. Okay, 5. Dann 2, genau. Ja, einer tot dann. Nee, ja, einer auf 2, einer tot. Also 3 durchgekommen, ne? Die 3 dann nicht, hatte ich auch. Ja, das ist so leer. Okay. Ist der noch ein 1? Kannst du einmal gucken? Hier meinst du? Ja. Ja. Ist ein 1? Wahrscheinlich, ja. Wieso? Also, ich die Bloodletter meinst du? Ja, genau. Ja, ist ein 1. Ist ein 1? Ja. Okay. Dann ist auch egal, dann peile ich halt rein. Okay. Meine Zeit. 2 Banner. Ja. Jo, das war der Zug von Manu. Ihr habt es gesehen, eine Menge passiert. Wir haben es ja währenddessen auch schon kommentiert. Da ist wirklich ganz, ganz viel los gerade. Und das Spiel wird enorm knapp laufen. Klar, Grischer ist, was die Punkte angeht, momentan weit vorne. Behind Enemy Lines wird für die Dark Angels möglicherweise noch zum richtigen Problem werden. Aber das kann man auch immer noch nachscoren. Das muss man natürlich auch sagen. Also die Reichweite ist ja da für die Dark Angels, da zumindest nochmal richtig saftig nachzulegen und nochmal 8 Punkte zu holen. Aber wie ist es denn bei euch, liebe Leute? Was glaubt ihr, wer bringt dieses Ding nach Hause? Ist das nicht ein geiles 40k-Spiel? Also jetzt mal wirklich. Ich glaube, jeder, der noch nicht geliked hat, der darf dann auf jeden Fall hier mal auf den Like-Button drücken. Ich finde, wir sehen hier ganz fantastisches 40k. Die beiden Jungs sind super zusammen an der Platte. Da wird viel gesprochen, da wird sich viel gegönnt auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite einfach auch stringent gespielt. Das macht einfach ganz, ganz großen Spaß. Das freut uns gar sehr, dass wir genau dieses Matchup ausgesucht haben und mal gucken, was es dann im nächsten Spiel sein wird. Wir haben ja schon den einen oder anderen Wunsch bekommen und da wollen wir natürlich dann gucken, dass wir dann da auch zu catern können. Wir schieben es immer noch weiter hinaus, Astra Militarum hierher zu bekommen. Ich könnte das, glaube ich, verstehen. Der steht leider gut. Das ist doof. Das ist doof. Komm nicht.
Hm, mal gucken, ob der hier chargen könnte. Theoretisch. Nee. Hm? Du kannst ja hier nicht beenden. Aber die zählen ja, doch nicht, oder? Doch, du kannst, das haben sie am Anfang gesagt, du kannst hier drin keine Bewegung beenden. Ach, beenden? Ja. Also durch kann ich aber ganz normal. Du kannst durch, aber nicht drin stehen bleiben. Okay. Einfach mal ganz dreist deinen geilen Chariot invalidiert. Ne? Zum ja. Blöden Wald. Sehr. Ne? Aber komme ich denn da durch, dass ich... So ist es leider. Ja, ich... Also mit 12 Zoll komme ich dahinter. Stimmt, 12 hast du nur noch. Ja, genau, 12 Zoll. Guck mal einmal, ob ich hinter den Wald komme. Ja. Ja, ne? Ja. Okay. Also hier könntest du dich herstellen. Mhm. Dann ist die Frage, was das noch mit dem Charge wäre. Willst du das messen? Ja, warte, wir können ja einfach hier, ne? Den habe ich geschoben. Warte, ich nehme das mal raus. Genau, das ist einfach. 12 wäre ich da. Du stehst außerhalb von 18. Das heißt, wenn du dich 12 auf mich zubewegst, dann brauchst du eine 6. Okay. Nach Adam Wiese. Ja, dann gehe ich einfach direkt dahinter. Ja. Hinter den 12. Innerhalb 7, ne? Ein bisschen zur Seite müsstest du. So wäre es die 7, aber so ist die 6. Naja, aber also nicht im Wald, ne? Ah, verstehe. Ja, verstehe. Nur gerade. Aber innerhalb 7 muss es sein, oder? Ja, ja, ist okay. Ja. Drop it like it's hot. Bitte zauber jetzt halt nochmal ein Warp-Ritual auf die 12. Hm? Bitte zauber jetzt halt nochmal ein Warp-Ritual mit der 12. Ja. Doch! Mann, ey! Da hat man schon Rerollable Band und dann macht er sowas. Richtig, richtig. So ist es. Also der ist nicht geschützt, ne, Samuel? Nee. Schieß ruhig rein. Do it. Das gelb-rote oben rechts auf dem Marker, das nennt man Maßband. Der eine war auf 2, ja, ja. Der hintere da. Ja. Slacks, vielen herzlichen Dank für deine Spende. Das freut uns gar sehr für alle anderen. Links neben dem Marker. Ach so. Das ist das Desolation Squad. ja, Slacks, vielen herzlichen Dank für deine Spende. Ganz großartig. Danke für den Kaffee an alle anderen. Wenn ihr Lust habt, dem Benni und mir einen Kaffee auszugeben, dann folgt diesem Link und spendet gerne ein bisschen was bei uns in die Kasse rein. Das freut uns und hilft uns auf jeden Fall, weiter streamen zu fahren und unser Wochenende damit zu verbringen, euch dieses wunderbare Spiel näher zu bringen und vielleicht auch dafür zu sorgen, dass ihr am Wochenende überhaupt was Schönes zu tun habt. Das Wetter ist ja nicht ganz so geil, von daher freuen wir uns auf jeden Fall, dass ihr alle dabei seid. Jetzt gerade 58 Leute, da geht auf jeden Fall noch mehr, da bin ich mir sehr sicher. Deswegen Abendspiel will ich nochmal mehr sehen. Da sagt ihr schön allen Bescheid, die ihr kennt, wie es sich gehört. Und falls ihr euch länger an uns binden wollt, dann
gerne auf unseren Patreon gehen. Da habt ihr dann auch die Möglichkeit, an den Taschengeldverlosungen automatisch teilzunehmen, ein bisschen zusätzlichen Rabatt dort zu bekommen. Und natürlich habt ihr die Möglichkeit, unsere geilen neuen Würfel zu bekommen, die es nur als Patreon gibt oder wenn ihr Benny und mich zur richtigen Zeit am richtigen Ort seht. Natürlich nice, aber die 9. Okay, sie. Indy, Smite. Nö. Kommt, doch, plus 1 hat er. Ja, genau, W3. Achso. Soll ich nochmal würfeln? Nee, passt. War eine 5. Genau, 3. Jo, dann ist der gut. Mach ich Gate. Obwohl. Mach ich den mit 9W6 das Würfeln? Ja. Den kann ich nochmal würfeln. Sind 5. Einer stirbt, also 6. Sind 2 Tote. Yes. Dann. Ja, 5er 4 No Pain auf die. Kommt. Und also die können noch einmal im Spiel bannen, ne? Ja. Mache ich Hysterical Frenzy auf die? Komm nicht. CP brauche ich für den Charge nicht mehr. Dann reroll ich den. Kommt. Okay. Dann schießen. Ja. Der in Samuel. Ja, auf die 4. Oh. 2. Nix. Dann ein Schuss von ihm. Wie viel Leben? 7? 8. Und der 7, ne? Auch 8. Auch 8. Schießt der in den Termi? Der hat nur 18 mit dem Stroke. Der hat 24. Ach ja, stimmt. Andersrum, ne? Der Kleine hat 18, ja. Trifft. Wundet. W3 plus 3, ist er tot? Malte, das war ein Scherz. Yes. W6 Schuss in ihn. Nee, der hat 6 Flat, glaube ich. Schuss? Das ist toll, 6 ist es. Okay, danke, ja. Danke. Das sind trifft auf 3, genau. Wundet auf die 5. 2. Eine Wunde. Dann die beiden Flamer in den. Sind 10, 16. Einer auf die 3, einer auf die 4. Ja. Ui. Der war mies. Wie du gerade sagtest, ne? Viermal. Ja, mal schauen, ob ich stehe. Ne, tot. Exakt. Glück gehabt. Hat leider keinen Vierer-Retter, weil... Nicht advanced, ja. Der. Okay. Okay, dann Charges. Jo. Hier haben geschossen. Der ist dahinter, sieht nichts. Okay. Dann die in die Thermis natürlich. 6.
Was steht da dann? Den einen lasse ich hier hinten. Der kann nicht schlagen. Ja. Der charge die auch. Er bleibt ein bisschen außerhalb, sodass der nachher nicht in ihn schlagen kann. Dann er in ihn. Gebe ich aber vorher? Ja. Heavy Bolter zuerst. 5 Hits. Auf die 4. 3 Mal für 2 Schaden. 2. Und 3. Oh, ja. 4 leider nur. 2. Gut, hat er 3 verloren. Ja. Nur noch 3, genau. Ne, das reicht nicht. Ah, kein CP, scheiße. So ist das. Ja. So ist das. Tja. Okay, wo willst du anfangen? Mit den Fiends natürlich. Yes. Ja, also ich meine, ich kann hier nicht unterbrechen, das ist relativ egal. Den habe ich gerade ausgegeben, ja. Ja. Die haben jetzt plus eine Attacke. Ja. Heißt 25. 5 mal 5 plus 1, 26, ja. Ah, mh. Auf 1, 2 plus 1 zu Hit. Standen die da drin? Ja, oder? Ja, klar. Mhm. Habe ich am Anfang der Runde gegeben. Dann 4. Ach, fuck. So, einsen wiederholen. Nee, da stehst du raus. Das sind okay. Keine. Ach, sorry, sie hast du noch und sie hast du auch. Entschuldigung. Quasi okay, auf den. Hier deine Saves. Ja. Yeah. Ryan. 1. 2, Termi ist tot. Mhm. Nee, warte mal, der eine hatte 2, dann ist einer auf einem Leben. Also einer stirbt, ne? Nehme ich die hier raus, dann hat der hier noch. Nee, geben wir mal dem hier noch Uno, weil der steht noch in Sammer hier. Jo, dann die 5 Schwänze noch. Ja. Nix. Eins wiederholen. Ja, danke. Zweimal, danke. Ja, kein Problem. Minus 3 diesmal, also ja, 2 Tote nochmal. Das ist leider wahr. Das nächste Mal sage ich nix. Ha! Ja, danke. Scheiße auch, ne? Mann, ey. Achso, ich muss mit dem natürlich hinten bleiben. Also 2 Zoll von ihm, dass ich Coins hier habe. Ja. Und so einfach. Okay, dann kannst du auch mit deiner Dämonette reinpeilen, wenn du das willst. Falls du das möchtest. Ja. Ja, dann machen wir 4, 5 Attacken, wenn es die Chefin war. Nee. Nee, ist das Banner, ne? Genau. Dann 4. Jo. Dreimal. Yes. Davina, danke für deinen Kaffee. Ah, da leider noch einen. Okay. Lass es dir sagen. Jo, mache ich. Yeah. Und zwar alle in deine. Ja, alle in deine Fiends. Ja. 3, 6. Bleib bei 4, weil du mir minus 1 gibst. Mhm. Und wie sie sehen sie fast nichts. Ich will den noch consolidaten, dass eine ich dich Wunde, eine Wunde einpacke. Hab. Eine Wunde nur. Ja, komm durch. 3 Schaden, ne? 5 auf 4 noch Pain. Sorry, wenn du das so machst, dann hätte ich in sie geschlagen. Entschuldigung. Das macht schon einen Unterschied, weil ich will dann natürlich rauslaufen. Ja, okay, ja, hau ihn. Okay, dann schlage ich in die Dämonette. Alles? Ja, okay, dann bleibt's, dann bleibt's. Habe ich nicht geschafft, ist genau. Genau. Alles klar. Bleib mal bei den letzten, sorry. Nee, alles klar. Ja, alles gut, das machen wir. Nein, das ist ja, ich habe das zu spät gemacht, alles gut. Okay, eine auf eine, dann stehen die da. Genau, dann scoring. Die stehen da, dann kannst du scoren. Genau, ja. Hier die Aktion, dann habe ich 1, 2, 3 Punkte wieder.
Vorwürdel habe ich nicht gemacht. Reality Rebels für 1, 2, 3, 4. Ja. Raise the Banners, hast du 2 gekriegt? Am Anfang, vier, ja. Genau. Okay, und deine Runde. Ich habe mir auch noch 2 gegeben, ne? Genau, und dann bin du ich dran. Du kriegst 2 für Mitte, ne? Ja. Genau. Round 4. Dann kriege ich diesmal das erste Mal Primary-Punkte. Muss ich dir auch mal sagen, hast du echt gut gemacht. Ne? Das Deny war echt Crips. Ich hätte dir halt hier unten gerne auch 2-mal den Ball klar gemacht. Aber hätte leider nicht. So, Control 2. Wunderbar. Okay. Die sind ja moralimmun, genau. Ja, ja. Das sind sie, ja. Okay, die ist weg, weil du hast die Dämonette getötet dafür. Ja. So, schalten wir uns mal wieder ein bisschen ein. Benny hatte ja gerade schon gesagt, liebe Freunde, wenn ihr mitmachen wollt an die Raffle, dann jetzt auf jeden Fall nochmal ein paar Minütchen. Ausrufungszeichen. Raffle. Kommt heute noch ein Spiel? Ja, Jan. Heute Abend gibt es noch einmal 40.000 aufs Auge. Dann mit Spiel 4. Da bin ich auch sehr gespannt, was das am Ende geben wird. Ja, die Luft wird auf jeden Fall dünner dann jetzt oben. Die ne? Luft wird dünner. Ich meine, ihr seht, das hier ist Spiel 3. Das heißt, wir haben nach diesem Spiel gerade Halbzeit. Und was da für Qualität am Tisch steht, das ist schon beeindruckend. Ja, ja Okta, gut, ne? Also das ist halt so, die eigenen Regeln. Es ist leider so immer so ein bisschen dankbar, wenn du deine Regeln so spielst, dass die besser für dich sind und das falsch machst, dann wird dir jeder aufs Dach gehen. Wenn du deine Regeln so spielst, dass sie schlechter für dich sind, als sie eigentlich sind, dann wird dir das keiner sagen. Also doch, doch, das passiert und das ist auch schön, wenn das passiert. Richtig, aber du wirst halt nicht von außen eingreifen. Nein, natürlich. Halt wir würden als Stream, würden wir, glaube ich, immer eingreifen, wenn irgendwas überhaupt nicht geht. Ja. Aber nicht, wenn jemand irgendwie seine Buffs vergisst. Das ist genau, das ist halt so. Gehört auch dazu. Ansonsten, ja, ihr seht, das Feld wird leerer. Das Scoring ist sehr, sehr nah beieinander. Was für freundliche Turnierspieler, gar nicht gewohnt. Das bist du nicht gewohnt, Esota. Das ist eigentlich genau das, was propagiert wird. Und wenn du dir die Stream-Spiele hier anschaust, dann siehst du auch, wie das gut funktionieren kann. Und es ist häufig nicht nur so, weil man gerade auf dem Stream ist. Ja. Wäre das ein Tellergericht in einem feinen Restaurant, würde ich es zurückgeben und sagen, es fehlt Salz. Ja. das kommt halt natürlich kommt es immer vor. Also man kann nicht irgendwie die 3 Stunden durchgehend seine Nerven behalten. Und gerade wenn man dieses extra Salzige in sich hat, das bricht halt auch Bahn, auch wenn 3 oder 4 oder 5 Kameras auf einem gerichtet sind. Ja. Und wir haben aber einfach das Glück, derzeit in der Community, zumindest da, wo wir uns rumtreiben, was es ja quasi in der kompletten Nation ist, dass die Leute einfach gut und nett zueinander sind. Miteinander und spielen, schönes, ja. Und schönes 40k miteinander spielen. So, und jetzt gehen wir in die Endphase des Spiels ein. So, okay, den Marker hast du, den, okay. Ich hoffe, ich mache die jetzt einfach alle streitig. Gehe ich mit ihm hierher, außerhalb von 3. Mhm. Der ist auch nicht advanced, dann trifft er auf die 2. Ja. Jo, und dann schieße ich mal. Die Desolations, ihre Raketen hier rein. Der Chef schießt, 2 Dudes schießen ihre Kastellan-Launcher und der Chef auch hier rein. Obwohl, warte mal. 8 Stück habe ich. Drei Kastellan-Launcher. 2 auf. Nee, mach mal 4. 4-4 und den Vanguard Launcher in den Screamer. Okay? Mhm. Dann die 4 da oben. Warte, ich gebe minus 1 aus, ne? Okay. Ja, kannst du würfeln. Okay, sind 2 und einer dazu. Sind die Dämonetten, dann 4. Einer nur, oder? 2. 2 Wunden. Ich glaube, hier sollen wir würfeln, aber. Ja, beide tot. Ja. Codex Warfare für einen. Dann die 4 in die Bloodletter. Entschuldigung, ja, genau. Dann 2-2 und dann nochmal 3 dazu. Aber warte, aber wer schießt jetzt?
immer noch die. Alles ja, aber die. Manche müssen durch den Wald, ne? Ja, ja, ich kriege eh minus eins. Deswegen ist ja egal. Du ja, gibst mir eh minus ja, ja, eins. Alles gut. Die waren stationär, ja. Genau, deswegen BS4, minus eins, fünfen, genau. Mhm. Einer? Zwei. Nee, einer, ja. Einer? Einer tot? Jo. Dann der Lengo-Launcher vom Schiff. Einen Schuss. Wenn ich in die? Will ich das CP'en? Nee, das war in den Screamer. In den Screamer, okay. Will ich das CP'en? Ja, komm, mach ich mal. Für vier. Tiff? Achso, vier Schuss, ja. Auf die Zweien, alle. Das ist der Chef, okay. Auf die Dreien, dreimal, drei Damage Flat. Ah, oh, schade. Okay, er schießt seine Assault Cannon in sie, seinen Heavy Bolter in ihn. Mhm. Dann Assault zuerst. Vier, sechs. Sechs Mal? Jo. Zwei? Jo. Zwei Wunden. Und der andere war jetzt wo rein? In den Streamer. Okay, das war jetzt für einen Flamer, ja? Genau, richtig. Also einer hat noch ein Leben, ja. In den Screamer habe ich ja. Zwei Wunden nur. Zwei? Ja. Sind zwei Schaden? Ja. Safe. Zwei Schaden, okay. Yes. Screamer auch auf ein. Ach ja, sorry, die Raketen hier, das waren noch sieben Schuss, die habe ich vergessen, weil die einfach so viel schießen. Was, jetzt nochmal? Doppelt schießen, oder? Ja, auf die vier. Wie bitte? Nee, das war alles ja nur indirekt, was ich geschossen habe und die Raketen sind ja Sichtlinie okay. Auf ihn. Jo, Flojo, genau das passiert dir jetzt. Ups. Eine Wunde. Okay. Ja, Mensch. Das ist jetzt mies. Ja, dann schießt Samael alles, was er hat in den. In die Harfe, ja? In ihn. Ach, in ihn, okay, ja. Ja. Acht Schuss, Polter. Zweimal. Einer. Ja, Plasma muss es richten, ne? Drei Schuss. Zwei Hits. Eine Wunde. Bitte keine vier jetzt. Ja! Jawohl. Safe. Safe. Hat er gemacht. Mies. Lebt. Okay. Ja, alles sind sie. Ja. Zwölf Schuss. Ja, auf zwei, ne? Ja. Fünf Stärke. Stück, also sieben. Oder nimm die einfach. So. Stärke sechs hatte das. Zwei hältst du? Ne, drei. Dann sind vier tot. Vier tot, ja. Und dann der Heavy Bolter. Das waren vier Stück. Nochmal vier Wunden. Pfui. Okay. Ja. Standarte und Dings lassen natürlich stehen. Okay. Dann charge ich hier den Exalted Flamer. Ja. Ich charge hier unten Bloodletter und Flamer. Mhm. Und das waren alle. Ach ja, hier oben könnte ich noch. Könnte ich noch. Aber mach ich nicht. Okay, dann mach ich hier eine Heroic mit der Inferno. Jo, kommst du aber nicht rein, oder? Ich gehe hier rein. Ja. Aber nicht in deiner, in, dass du mich gegen mich schlagen kannst. Ja. Ja. Okay. Und da hast du gecharged, oder? Genau. In den Bloodletter? Jo. Zwei in den Bloodletter, zwei in die Flamer. Achso, in beide. Genau. Okay. Sorry, muss ich einen würfeln. Bloodletter. Beide und eine. Safe. Und dann in die Flamer. Beide. Dann geht der eine heim. Ja. Ich nehme einfach einen. Ein Flamer, ja. Stehen die beide auf dem Marker, genau. Dann sammle ich noch fünf Attacken. Volle Hit Rerolls. Nee. Und auf die zwei, viermal für zwei. Tot. Nee, vier Schaden, hat er noch einen. Ach, der macht nur einen Schaden? Zwei macht er. Du hast, wie viele? Ja, ach, sind alle durch, sorry. Ja. Ja, ja. Nee, sorry. Einer nicht, aber. Genau, und dann gehe ich hier weiter rein. Und dann war es das von mir. Ja.
Ich mache Scoring noch. Das ist ausgegangen. Warte. Zurückschlagen verzichte ich da mal. Achso, ja, hier natürlich, ne? So, wie ihr mitbekommen habt, haben wir richtig geiles Raffle-Zeug dabei und jetzt gibt es einen coolen Rucksack in Mahagoni-Grau. Ich glaube, sowas gibt es nicht, aber ja. Ich sag jetzt mal, in wunderschön grau meliert, den gibt es jetzt einfach mal ins Gesicht geschmissen. Und vielen Dank auf jeden Fall an Calvin, der das gesponsert hat und deswegen Lim! Und deswegen hole ich den einfach mal her, damit er dafür sorgen kann, dass der geile Scheiß dann auch abgegeben wird und an wen er kommt. Wir wollen einen von deinen Rucksäcken loswerden und da dachten wir uns, da kannst du doch mal eben auf den Knopf drücken. Jetzt rennt er wieder weg, dann müssen wir uns noch ein bisschen gedulden. Und währenddessen schauen wir dann nochmal aufs Spiel drauf. Ja, das Feld ist halt unfassbar leer geworden. Also sehr viel Piecemeal-Kram, sehr viel Kleinzeug. Da geht wieder der nächste Thermi. Die Markerbesetzung ist weich, möchte ich sagen. Grisha natürlich ganz, ganz große Sache, dass der Wagen da immer noch lebt, ist halt suboptimal für Manu gelaufen. Das kann man nicht anders sagen. Also man kann rechnen, wie man will, aber der sollte dann nach Samael und dem Desolation Squad schon gerne nach Hause gehen. Er war ja nur noch auf 3 Leben, ne? Ja. Ja. Das ist jetzt Runde 4, ne? Ja. Manu hat in Runde 3 das erste Mal Primary gescored. Jetzt holt er sich das, glaube ich, einmal. Also behind enemy lines. Und das ist aber auch genau wichtig. Aber jetzt passiert halt das, was wir gesagt haben. Es ist dann doch nur eine 3-Punkter. So, und für behind enemy lines. Ist das schon eine Tendenz zu erkennen oder kann auch alles passieren? Tendenziell würde ich Richtung Grisha gehen, aufgrund dessen, dass Manu wirklich Probleme hat zu scoren momentan. Da kommt nicht so viel nach. Es kommt natürlich auch darauf an, ob Grisha jetzt noch das Warp Ritual schafft und dann nochmal durchscored. Und Primary ist halt bei Manu richtig schlecht gelaufen. Ja, ja, der Wagen ist unglaublich, dass der, was der alles getankt hat. Manu, Digga, was ist da los? Ja, ich habe in der ersten Runde ein bisschen Mist gebaut. Er hat halt das komplette Desolation-Paket plus Samael in den Wagen geschossen. Der hat halt 3 Leben und der steht jetzt immer noch auf 2 da. Wie geht das? Safen. Oder gesaved? Ja, eine Mischung aus beiden. 2 Runden gemacht. Und die Würfel auch überprüft worden? Waren seine. Sind. Da gibt's nichts. Sind geeicht, ne? Okay, alles klar. Scheiße. Ja, wahrscheinlich ist genau das Problem. Die sind einfach sehr, sehr gut. Wir gehen mal auf die Spieler, bis Lim wiederkommt. Den gehe ich 9 bis hier. So. Also der zieht sich zurück, der geht dann hier einfach. Dass ich da gleich einen durchchargen kann. 3. Ist das dein Scoresheet? Genau, da mache ich mal für meinen letzten Zug. Behind enemy lines bekomme ich für 3. Ja. Stimmt, bist du voll drin, ja. Und Codex Werfer habe ich dir aufgeschrieben. Codex Warfare hast du mir gegeben, ja? Ja, plus 2, okay. Habe ich ja gesagt. Genau, alles klar. Aber stimmt. Und ich habe keinen Charakter getötet, aber keinen Fallback ja. gemacht, deswegen kriege ich plus 1 hier. Kein Fallback? Ja. Genau, dann passt das, weil das Template ist ja, ausgefallen. Ja, sorry. Das habe ich nicht gesehen, hast recht. Ja, easy. Ich nehme mal für den eine noch gut ist. Bannen kannst du jetzt gar nicht mehr, ne? Doch, einmal noch. Ah ja, nee. Nee. Wenn wir tot sind, ja. Ja, Mensch, du.
Ja, es war jetzt eine Verkettung unglücklicher Ereignisse leider. Einen Term hätte ich auch gerne behalten. Warum? Ja, du hast Punkte, du hast Minuten gekriegt? Das ist aber meine Zeit, glaube ich. Mach einfach, mach deinen Zug. Okay, ich hab's nicht. Mach die Uhr einfach aus. Ja. Mein Zug ist dann auch sehr schnell. Also hier der auf den. Ja. Ein Smite. Jo. Kommt. Eine. Ja. Mach ja, dann gebe ich direkt noch meinen 1 CP aus für ein 5er Free No Pay No Fahrzeugen. So, oder le. Ja, der heilig würde ich nicht sagen, so weit gehe ich nicht. Wir haben den Lim dabei, moin Lim, Head Judge of the Tournament, Fire Back Open 2023, let's go, whoop, whoop. So nämlich, hast du Spaß? Ich habe sowas von Spaß. Bin ich überhaupt offen? Du bist sehr offen, ja. Ja, okay. Wie ein Scheunentor. Ich bin offen wie ein Scheunentor. Ich habe sowas von Spaß, das ist wirklich ein Wahnsinns-Event, was hier Daniel und sein Team auffahren, ist ein Traum. Also es tut mir echt leid für jeden, der es nicht geschafft hat, hierher zu kommen. Selber schuld. Selber schuld, auf jeden Fall. Und ganz viel Shoutout an die komplette Community, die hier vor Ort ist und einfach mega krass. Wir werden heute auch sehr, sehr gut supported. Wir werden sehr umsorgt von den Leuten da draußen. Ja. Das macht uns wahnsinnig viel Spaß. Wir haben ein unfassbares Spiel hier gerade auf dem Livestream. Ja. Das ist 40k vom Allerfeinsten. Ich wage zu bezweifeln, dass es hier auf dem Turnier noch besser kommen könnte. Oh. Nee, aber es wird bestimmt noch was mehr geben, aber das ist schon, die Messlatte ist hier auf Spiel 3 schon extrem hoch. Aber genug des Fluffs, kommen wir zum Crunch. Crunch. Cringe. Cringe sicherlich auch. Du hast uns was mitgebracht. Wir wollen loswerden einen wunderschönen Chaos-Rucksack. Yes. Der ist extra sexy. Gibt es eine Geschichte dazu? Ja, die Geschichte ist ziemlich cool. Und zwar war ich in New Mexico auf der US Open Final von Games Workshop. Offizielles Event, über 300 Teilnehmer für ein narratives Event, wo die in Kostümen kamen, alles jada jada, war richtig fett. Da bekommt man direkt Lust mitzuspielen, Wag zu brüllen und solches. Also Wahnsinn. Und nebenbei haben halt irgendwelche Tops. Und wenn man irgendwie was würfelt, Hammer des Sigma. Oh yeah. Und dann waren irgendwie im Nebenraum noch so die Top 16 Spieler der Welt und haben irgendwas ausgerichtet. Achso, die haben auch irgendwas gemacht. Ja, die haben auch irgendwas gemacht. Deswegen wurde ich da rüber geflogen und habe da gejudged bei diesen 16 Leuten, was ziemlich langweilig war. Nein, just kidding. War richtig cool. Und es gibt von Games Workshop eben dieses Goodie Bag. Der ganze Rucksack war ein ganzes Goodie Bag. Dazu gibt es noch ein Glas. Ein Challenge Coin, die man immer mitnimmt, um den Hals hängt, das große Ticket quasi, Eintrittsticket. Und die Event Manager Exclusive war auch noch am Start und ein Regelbuch von Wrath and Glory, das ist das Pen and Paper Warhammer 40k oder irgendwo in dem Setting, sehr cool. Habe ich alles zu Hause, ich habe alles leer gemacht und jetzt gebe ich den leeren Rucksack. Sehr gut. Und, drei Stück von denen, alle drei Fraktionen. Also ihr werdet auf weiteren Turnieren, ihr werdet auf dem Target Priority auch noch einen Rucksack bekommen. Auf dem Target Priority werdet ihr Sachen sehen, die es nicht zu kaufen gibt. Davon wissen nicht mal Ben und Sepp was. Okay, fantastisch, fantastisch. Da freuen wir uns drauf. Ich glaube, ich kriege gerade einen Herzinfarkt. Sehr, sehr geil. Ja, das war aber schon ein bisschen leere Versprechung in dem Sinne natürlich, dass Lim jetzt viel versprochen hat, alles an sich gerissen hat und jetzt die Verpackung gibt. Ja. Wir freuen uns. Der Rucksack ist halt insofern exklusiv. Ich glaube, er ist wasserdicht. Cool Size und man hat das Chaos-Logo drauf. Ich meine, der sieht voll gut aus. Also von daher, jeder, der irgendwie Bock auf Chaos hat, der hat sicherlich auch Bock, dieses Teil zu Hause zu haben. Same. Vielen herzlichen Dank, Lim, dass du das Teil den weiten Weg hier mit hergeschlurrt hast. Yes. Ganz großartig. Und jetzt darfst du auf Roll It drücken. Roll It. Und dann schauen wir mal, wer das Ding hier gewonnen hat. Muss man da ein Keyword für eingeben? Hat da meine Frau mitgemacht? Bestimmt. Yeah. Also wenn die das wird, dann kriegt die das aber nicht. Ja, dann muss ich rerollen. Ich rolle. Pi Mai. Sehr, sehr geil. Ja. Oh, yeah. So schnell geht das. Man muss nur Patreon werden und schon kann man was gewinnen. Pi Mai, ganz geil. Das neueste Geschenk des neuesten Patreons. So nämlich. So ist das nämlich. Steigst ein das Patreon und du wirst direkt beschenkt. Genau, dann schick uns entweder über Patreon. Nee, wir machen es wie immer. targetpriority40k@gmail.com. Schick uns deine Adresse und du bekommst diesen Rucksack zugesendet. Lim, vielen Dank dir. Oh, sehe noch zu, dass du die Leute davon abhältst, sich gegenseitig an die Gurgel zu springen zum Thema alle sind nett zueinander, was wir gerade hatten. Und hier gehen wir in die letzten Momente des Spiels. Ja, klar. Next door. Widerstand? 5. 5? Ja. Auf 4 dann? Ja. Also die. Minus 2. Vierer Retter. Ja, tot. Tot. Ist
Ja, das war's jetzt, ja. Aber dann da. Geiles Spiel. Ja. Erstmal die 6 Attacken. Alle. Stärke 6, Widerstand 6. 6, ja. Auf 4. 3. 5. Einmal 2. Jo, habe ich noch 3. Schon wieder Bierchen in der Hand. Mach ich auch gleich, du. Nochmal 2 bitte. Nochmal? 2 bitte. Nochmal 2 Schaden. Hat er noch? Einen. Einen, okay. Dann der Screamer. Ah, verkackt. Oh, oh. Ah, steht er da mit einem. Schlag ich zurück, ja? Mhm. In den Screamer einfach. 3 und 3. 2-mal. Tut. Ja, die 2 Minuten für die letzte Runde nehmen wir uns noch schnell, oder? Ja, wir können auch sonst. Wir haben ja auch ein bisschen später angefangen. Also, ja, ist gut. Weiß ich nicht. Oder ist das okay? Da hinten? Können wir noch für 2 Minuten die letzte Runde spielen, oder? Wo ist eure Uhr? Da hat er jetzt auch. Weil, ist sie ausgelaufen? Nein. Also seine waren schon oben, ich hatte noch 9 Minuten. Kurzen Moment aus der. 9 Minuten und deine war oben? Ja. Meine war oben, ja. Du kannst nicht mehr spielen. Alles klar. Also ich hatte noch 7 Sekunden drauf und dann ist die Uhr. Im Prinzip, Primary score ich nicht mehr, Behind Enemy Lights. Primary scorest du automatisch, wenn du beginnen würde. Ja, ja, aber ich stehe halt nicht auf Markern. Deswegen fliegt er einfach dahin, macht Behind Enemy Lines. Vielleicht schieße ich noch auf den Bloodletter und dann weiß ich. Kannst du eh nichts tun. Genau. Also du hast keinen Pin. Okay. Du hattest 9 Minuten und du bestätigst das? Ich hatte noch 9 Minuten. Und jetzt waren es nochmal vielleicht 3 oder so. Ja. Nee, ich habe noch eine Runde. Die Uhr lief auf meine Zeit weiter und dann ist uns das aufgefallen und dann habe ich es ja, ausgemacht. Ja, klar. Also ich war halt Timeout und... 3 Minuten jetzt maximal. Okay. Weil es ist jetzt nicht mehr nachvollziehbar, wenn ihr bei 9 oder 5 oder was auch immer maximal 3 Minuten macht, nur deine okay. Aktion. Ja, ist egal. Ich mache hier 12er Runde, weil ich den halte. Sonst was noch wichtig. Ich kann die Aktion nochmal machen. Warp Ritual muss ich nochmal machen. Also die gehen einfach auf den Marker, dass die ihn halten. Dich muss ich nicht töten, geh da einfach raus. Dich muss ich auch nicht töten. Ich muss noch in die Mitte. Dann habe ich hier... warte mal. Genau. Der Screamer ist tot. Sieben Sekunden hätte ich eigentlich noch gehabt. Er fliegt einfach hier rüber. Macht jetzt auch nichts mehr aus. Mal gucken. Ich komme nicht über die Mitte, also ist egal. Einfach raus hier, ist egal. Also ich mache am Anfang eine 12er Runde, mache die Aktion hier mit der hier. Das heißt, ich halte am Ende 3 Punkte, ne? 1, 2, 3. Warp Ritual muss ich würfeln. Ja. 12. So, Banner. Hier kann ich noch einen Banner machen. Ist egal. Ich mach da noch einen Banner. Dann score ich am Ende nochmal 3. Plus 2, plus 3. We are together. In 3 und am Ende 4, weil ich Mitte bin und in den 3 Vierteln. Ich score noch Codex Warfare, ich kann keinen Moralwert-Test verkacken. Oh, was meinst du? Ja, meine ich, genau. Das sind 1 Punkt, ne? Und wenn du es mir gibst, Behind Enemy Lines, also ich flieg den halt. Also 1 Punkt für aus, ne? 1 Punkt für aus, falls für die 5. Ja, Runde. 3 für Behind Enemy Lines, okay. Also das passt. Ist halt so der Move. Ja, passt, alles gut. Okay. Prime ist aber eh 0. Jo. Das ist korrekt. Also bist du bei Codex bei 8. Bei OS bei 7. Ja, vielen Dank dafür auf jeden Fall. Ja. Passt. Nice. Das Game. Ja, doch gepasst. Alles gut. Ich muss auch rechnen, wir wissen ja noch gar nicht, was ist hier. Ja, es wäre auf jeden Fall winnable gewesen. Also erstmal. Ja, danke fürs
hier sein dürfen? Es war mega. Es war, ja? Ihr habt das fantastisch gespielt, ganz, ganz großartig. Das war, ich habe glaube ich schon gesagt, das ist wahrscheinlich das beste Spiel, was wir hier bisher gesehen haben. Also nicht nur auf dem Turnier, sondern im großen Umfang, wie ihr das gespielt habt, weil es einfach also ganz toll zum Verfolgen war. Sehr viele taktische Kniffe. Wir hatten ein Spielstil, ihr wisst ganz genau, was der Gegner machen will. Und ihr wisst, wie ihr eure Armeen richtig zu nutzen habt. Ja, die erste Runde war sehr schlecht von mir, leider. War ein bisschen wonky. Und, ja, genau, und es war halt dann eine sehr schlechte Startposition, dummerweise. 89, 38. Das passt. 89, 38. Danke. Hast du wieder gut gemacht, aber das war eine Nummer, ne? Oh, ja. Hätte anders haben, die ich hätte waren. Gern gehabt, dass du angefangen hättest, ja, ja. Dass du anfangen hättest müssen. Das wäre so auf viel besser Fall. Gewesen für mich. Ja. Ja. Yes. Danke dir. Oder? Frischer, 89,38. Ja. Habe ich recht gehabt. Okay, doch, so deutlich. 89. Sehr deutlich, 89,38, ja, Grisch. Am Ende ist es ja dann auch in quasi Timeout gelaufen. Primary, ne? Ja. Und am Ende ist es ja auch quasi in Timeout gelaufen, das heißt, Grischer konnte nochmal alles nachziehen. Ja. Lim hat das geruled, das ist auch okay, aber das ist ja ähnlich das, was wir gesagt haben, die Secondaries waren halt einfach nicht gut für Manuel. Warp Ritual wird er ja durchgescored haben jetzt. Ja. Raise the Banners sind wir wahrscheinlich bei 10 oder ja, so. Denke ich auch. Reality Rebels so fertig. Völlig. Gegen Behind Enemy Lines für einfach nicht geschafft. Genau. Codex Warfare, Oath of Moment, ja, okay, ne? Ja. Aber vor allem halt über die Primary. Ja. Komplett. Und das haben wir prophezeit, darum geht das Spiel und das hat Grisha gewonnen, das Spiel. Ja, auf jeden Fall. Und das hat er sich auch verdient und zeigt natürlich mal wieder, dass er hier zu höheren Berufen ist. Auf jeden Fall. Und das war ein wunderschönes 40k-Spiel. Danke allen fürs Dabeisein. Ja, Esortar, die Listen gibt es auf BCP, also Best Coast Pairings. Am besten im Browser am PC angucken, statt am Handy in der App, weil dann muss man dafür auch kein Geld bezahlen. Jo, und wir wollen uns natürlich nochmal ganz, ganz doll bedanken bei allen, die uns supportet haben, die uns gespendet haben auf Ko-fi und auf Patreon. Ihr seid richtig, richtig geil. Liebe Leute, wir machen eine kleine Pause und dann sind wir alsbald zurück. Ja, und dann suchen wir ein schönes Spielchen aus. Spiel 3 gibt es, oder Spiel 4 kommt heute Abend. Spiel 3 für den Tag, Spiel 4 des Turniers. Ja. Da wollen wir nochmal einen wilden Pick machen. Morgen gibt es dann immer den Top-Table zweimal. Genau. Aber für Spiel 4 heute wollen wir uns noch was mit Spaß holen. So nämlich. Gehabt. Spür.